keine ruhige Minute für die Fahrerinnen. Zwei Bergwertungen, eine Sprintwertung aber heute nur, anders als wir das hier eingeblendet sehen. Das heißt, was? Bei der ersten Zieldurchfahrt in Mühlhausen, da wird vielleicht schon eine Vorentscheidung fallen. Und Lorena Wiebes, Lotte Kopecky sind die weltbesten Sprinterinnen und die werden sich hier ein ganz spannendes Finale am Ende geben, wenn das Feld zusammenbleibt. Und hier haben wir die beiden nochmal. Das gelbe Trikot, Lorena Wiebe ist rechts von ihr in Pink, Lotte Kopecky. Diese beiden haben mit ihrer Teamkollegin gestern, Mischa Bredewold, exzellente Arbeit geleistet. Immer wieder gab es Attacken, die wir auch hier sehen, von Lieke Nooyen. Die ist die Erste, die sich ein Herz fasst und einen Ausreißversuch startet. Aber da wird noch so viel passieren auf der langen Strecke. Wenn Sie das gerne verfolgen möchten bei mdr.de und auf sportschau.de im Livestream. Wir geben erst einmal zurück nach Leipzig und René, da dreht sich auch alles um Thüringen. Genauso ist es, Eike. Vielen Dank. Wir hören uns und sehen uns in der Halbzeitpause wieder. Na klar, es geht ja um diese inoffizielle Thüringer Meisterschaft in der Regionalliga. Erfurt oder Jena, wer schnappt sich den Titel am Ende? Erfurt spielt gegen Altlinike, Jena empfängt zu Hause die kleine Hertha. Ganz groß am Mikrofon unsere Kommentatoren. Alex Köper zusammen mit MDR-Fußballexperte Lutz Lindemann. Und mit den beiden starten wir auch die Konferenz in Jena. Allerbestes Fußballwetter im Paradies in Jena an diesem letzten Spieltag der Regionalliga Nordost. Nada Jindawi steht bereit, um anzustoßen für Hertha 2. Die Gäste aus Berlin in den dunklen Trikots, Carl Zeiss ganz in Weiß. Die Konstellation, die ist einfach erklärt, holt Jena heute mehr Punkte als Rot-Weiß Erfurt und sei es auch nur ein Punkt mehr, dann sind sie Thüringens Nummer 1 in dieser Saison. Es wäre schon schräg aus Sicht von Rot-Weiß Erfurt. Da spielt man als Aufsteiger. Eine solche Fabelsaison ist lange mit dabei im Kampf um Platz 1. Und womöglich beendet man die Saison trotzdem hinter dem großen Kontrahenten aus Jena. Erster Angriff der Hertha. Wolf passt auf und auch in Berlin läuft die Partie von Rot-Weiß Erfurt gegen Altlinike. Lutz, ich freue mich, dass du mit dabei bist. Du wohnst in Erfurt. Du hast eine große Geschichte geschrieben mit dem FC Carl Zeiss. Du kannst einschätzen, was es den Menschen in Thüringen bedeutet, tatsächlich vor dem Kontrahenten zu stehen. Ja, das ist überall da, wo Fußball eine große Rolle spielt, ist das hier in Thüringen extrem. FC Carl Zeiss Jena oder Rot-Weiß. Und deswegen, man sieht jetzt schon, dass man der Endplatzierung jetzt schon Bedeutung misst. Ich möchte vor Rot-Weiß sein. Diese Motivation haben die ganz in Weiß spielenden Jenenser heute. Und der FC Rot-Weiß wird in Berlin eine Antwort geben. Wir sind sehr gespannt. Ich übrigens auch. Gute Atmosphäre in jedem Fall im Ernst-Abbe-Sportfeld. Die Hertha druckvoll zu Beginn. Grimm. Mit Petermann. Ken Gibson. Zuletzt häufig als Rechtsverteidiger aktiv. Heute eine Position weiter vorne. Gute Hereingabe. Gibt keinen Eckball. Gibt nur Abstoß, auch wenn Pascal Verkamp das offensichtlich anders gesehen hat. René Klingbeil schickt am heutigen Tage folgende Elf auf den Platz. Im Tor natürlich Kevin Kunz. Eine Änderung im Vergleich zum Sieg über Lok Leipzig. Hähne in der Innenverteidigung anstelle von Halili. Neben ihm natürlich Striezel, der Kapitän, Hoppe und Wolf, die Außenverteidiger. Doppelsechs, Petermann und Lemmel. Die drei offensiven Mittelfeldspieler, Verkamp zentral über rechts kommt, Gibson über links, Muyomo und ganz vorne drin der junge Max Grimm. 19 Jahre jung, ein Regionalligator hat er bislang erzielt in seiner ersten Saison in der vierthöchsten deutschen Spielklasse. Foul an Hüter. Wir fliegen schnell über die Startformation der Hertha. Insgesamt 6 neue im Vergleich zum 3:1 zuletzt über
Chemnitz. Goller im Tor, einer von 5 A-Jugendlichen heute bei der Hertha. Davor die Viererkette Fuchs, Matibel, Da Silva, Kiala und Strassner. Im Mittelfeld Ayvazi, Hüter und Abdulatif. Und ganz vorne sollen Haxa, Jindawi und Aksakal für Wirbel sorgen. Wolf unter Druck gesetzt und gefoult von Ensa Aksakal. Wolf mit dem weiten Ball. Lutz Karl-Zeiss spielt eine starke Rückrunde. Kein Team war besser. In der Rückrunde nicht mal Energie Cottbus. Worauf kommt es heute an gegen eine Hertha-Mannschaft, die noch jünger ist als zuletzt? 5 A-Jugendliche mit dabei, die natürlich alle extrem gut ausgebildet sind. Ja, die Jenenser haben eine super Saison gespielt, eine tolle Rückrunde. Du hast es gerade gesagt, erfolgreich. Und sie haben im Gegensatz zu anderen Mannschaften für die neue Saison schon ein festes Team. Gerade weil wir jetzt den Trainer sehen, ich habe mit ihm geredet vor 2 Wochen, da fehlen vielleicht noch 2 Glanzpunkte in dem Team, dann sind sie gerüstet für die neue Saison, auf die wir uns ja alle sehr freuen, ob der Bedeutung des sofortigen Aufstiegs des Meisters. Und da ist Jena sehr, sehr weit im Vergleich zu vielen anderen Vereinen und sie werden aber heute getestet von einer jungen Hertha-Mannschaft, und das sehe ich schon in den ersten Minuten, die sehr engagiert beginnen. Die selbst auch ausgezeichnet, nahezu meisterlich in Form ist. In den letzten 9 Spielen gab es 7 Siege, 2 Unentschieden, das Ganze bei 23:6 Toren. Also hier dürfen wir uns auf eine Menge Tore einstellen am heutigen Tage und sind jetzt gespannt, wie es aussieht in Berlin. Alt-Glienicke gegen Rot-Weiß Erfurt, Andreas Mann. Vielen Dank, ihr beiden, und damit auch von mir ein herzliches Willkommen an diesem Pfingstsonntag. Rot-Weiß Erfurt zu Gast im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gegen die VSG Alt-Glienicke, die in den weißen Trikots und in den blauen Hosen. 5 Minuten absolviert, noch keine Tore, aber schon 2-3 gute Vorträge von RWE über die Außenbahnen. Seidemann ist da natürlich in erster Linie mit seiner Geschwindigkeit zu nennen. Wir haben es ja schon angesprochen, die Ausgangslage ist ja sportlich schon von Reiz für Erfurt. Die können zum ersten Mal seit der Saison 16-17 wieder die Nummer 1 im Thüringer Fußballland werden. Das ist natürlich ein Ansporn bei dieser Rivalität. Und es wäre ja auch die Krönung einer fantastischen Saison. Kein Aufsteiger war je so gut in der Regionalliga Nordost wie der FC Rot-Weiß Erfurt. 63 Punkte haben sie auf dem Konto. Famos diese Spielzeit. Und das soll natürlich heute auch ein krönendes Ende finden. Und dann schauen wir mal auf die Startformation. Trainer Fabian Gerber nimmt 2 Wechsel vor im Vergleich zum 2:2 gegen die BSG Chemie. Im Tor ist wieder Schellenberg mit von der Partie. Aber 2 neue bringt er eben. Bieg für Schwarz und Ballo für Lopez Cabral. Ballo hinten links in der Verteidigung, Bieg im defensiven Mittelfeld. Ansonsten ist das Ganze unverändert in der Startelf. Eingespielt, das hat sich über die komplette Saison bewährt. Da war selten mal die große Rotation mit dabei. Warum soll das jetzt gegen Ende dieser Spielzeit denn so kommen? Alt-Glienicke hat Erfurt geärgert in dieser Saison. Das Hinspiel haben sie gewonnen mit 2:0. Damals war das Team nach diesem Erfolg sogar Tabellenführer. Allerdings zum ersten und einzigen Mal in dieser Spielzeit. Ansonsten wieder so eine grundsolide Spielzeit von Alt-Glienicke, die Mannschaft von Carsten Heine. Aber in der Summe dann auch nicht konstant genug, um sich wirklich ernsthaft ganz oben mit festzusetzen. Jetzt sind sie auf Rang 5 mit 56 Zählern. Das ist in Ordnung, aber der große Wurf ist es auch diese Saison wieder nicht geworden. Eckstoß für den Gastgeber, wenn man so möchte. Sie können ja nach wie vor nicht im eigenen Stadion spielen. Da fehlt es an der Infrastruktur. Deshalb heute im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in diesem altehrwürdigen Stadion. Man sieht es ja, viele
freie, bunte Sitzplätze. Aber der Gästeblock, der ist durchaus gut gefüllt. Erfurt sorgt für Stimmung im weiten Rund. Diese Kiste, die fasst ja knapp 20.000 Zuschauer. Wir gehen mal vielleicht von 500, 600 aus, die heute hier den Weg ins Stadion gefunden haben, auch bei feinstem Fußballwetter in der Hauptstadt. Freistoß für die VSG. Da haben wir den Blick auf Zeiger. Der hat im Hinspiel getroffen. Allerdings hatte diese Führung den faden Beigeschmack, denn der hätte nach einem wirklich rüden Foul gegen Romario Hairola, der sich dabei auch schwer verletzte, eigentlich mit Rot vom Platz fliegen müssen, durfte weiterspielen, machte dann das 1:0. Freistoß kommt von Türpitz. Der ist natürlich auch ein Begriff. Und dann ist es Tugay Usan, der den Club verlassen wird. Es droht ein großer Umbruch bei der VSG. Usan schließt sich dem BFC Dynamo an, genauso wie Torwart Leon Bettke. Also da ist einiges an Arbeit für Carsten Heine, den mittlerweile 68-jährigen Trainer, der schon länger am Amt ist als Fabian Gerber. Nur Miroslav Jagatic ist länger auf der Trainerbank in der Regionalliga Nordost als Carsten Heine. Da haben wir bei diesem Eckstoß von Alt-Klinike im Hintergrund mal die Erfurter Meute gesehen. Zweitbestes Auswärtsteam der Liga. Nur der heutige Gegner Alt-Klinike hat in der Fremde öfter gepunktet als RWE. Kleine Druckphase von den Berlinern. Allerdings kann das Rot-Weiß hier bislang gut abarbeiten. Dann nutzen wir doch bei diesem ruhigen Spielaufbau auch nochmal den sogenannten Crawl und präsentieren Ihnen natürlich auch noch die Startformation der VSG Alt-Klinike. Abseitsposition obendrein, das passt ganz gut. Nach dem 4:0 in Halberstadt gibt es zwei Veränderungen beim Team von Carsten Heine. Dirkner für Uden und Fontaine für Breitkreuz. Im Tor ist Carsten, das passt ja, wenn einer Carsten mit Nachnamen heißt, ist er im Tor wunderbar aufgehoben. Die Viererkette mit Belegu, Zeiger, Schäfer, Bremer. Das ist schon auch mit reichlicher Erfahrung ausgestattet. Schäfer, der ehemalige Magdeburger. Und im Mittelfeld vor allem der Mann mit der Nummer 8 zu nennen, Ciaci. Ein absoluter Unterschiedsspieler in dieser Spielklasse. Und vorn mit Türpitz und Usan sind das auch Namen, die man kennt und die absolut auch Qualität mitbringen. 10 Minuten gespielt im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Alt-Klinike Erfurt 0:0. Nochmal die Ausgangslage, solange Jena nicht gewinnt, solange Jena nicht mehr Punkte holt als Erfurt am heutigen Sonntagnachmittag, dann bleibt Erfurt die Nummer 1 in Thüringen. Mal schauen, wie sich Carl Zeiss anstellt, um das eventuell zu ändern. Lutz Lindemann und Alex Köpper, bitte. Wir sehen die Kurve, die provisorische Fankurve des FC Carl Zeiss. Aktuell das Ernst-Abbe-Sportfeld ja noch im Umbau begriffen. Jena ist dominant, Jena hat deutlich mehr Ballbesitz. Einige Ecken haben sie sich erarbeitet. Echte Großchancen haben wir noch nicht gesehen für das Team von René Klingbeil, der aktuell seine Trainer-A-Lizenz absolviert. Im Moment macht er das Ganze noch mit Ausnahmegenehmigung. Ab Sommer hat er dann die A-Lizenz und darf dann auch regulär in der kommenden Saison an der Linie stehen. Lutz, wie wichtig ist er für den FC Carl Zeiss, seitdem er übernommen hat? Ist Jena auf Kurs? Erstmal das und dazu Kompliment. Nur, ich habe ihn ja verfolgt. Ich habe ihn 2015 als Spieler nach Jena geholt. Und wir sind immer im Austausch gewesen. Und was ich hoch ankreide, nach Beendigung seiner Karriere hat er sich geduldig auf die Bank gesetzt und hat von jedem Trainer gelernt, der dort als Cheftrainer tätig war. Er hat sich dort von allen ein bisschen was abgeguckt, geht jetzt seinen eigenen Weg und man sieht das. Er ist sehr, sehr engagiert. Ich denke, wenn er seinen Trainerschein fertig hat, wird man eine ganze Menge von ihm hören. Ich glaube, er ist auch mit 42 Jahren am Anfang dieser Karriere und hat alle Möglichkeiten. Also mich hat er überzeugt. Und ich wünsche, dass er seinen Weg in Jena weitergehen kann. Selbst erfahrener Bundesligaspieler gewesen, trägt die FCC-DNA in sich, ist mit Carl Zeiss 2017 in seinem letzten Spiel als Aktiver
aufgestiegen. Jetzt mal verkampft mit etwas Platz. Abgeköpft von Matibel. Jindawi. Carl Zeiss steht gut. Sie sind in der Defensive. Das Nonplusultra dieser Liga haben sage und schreibe 12 von 16 Heimspielen zu 0 gespielt. Keine Abwehrreihe steht besser in der Regionalliga Nordost. Die Grundlagen, die sind da in dieser Mannschaft. Es fehlte nicht viel in dieser Saison, um tatsächlich ganz vorne anzugreifen. Allein in den direkten Duellen, da sah es alles andere als gut aus. Zwei Unentschieden gegen Erfurt, gegen Cottbus. Hier ein Unentschieden und eine Niederlage. 3 Punkte aus 4 Spielen gegen die direkte Konkurrenz. Das ist zu wenig, um am Ende Meister zu werden. Aber Lutz, du hast es angesprochen, das Team bleibt in weiten Teilen beisammen. Wolf und Kraus sind noch Wackelkandidaten. Die haben einen Vertrag vorliegen, aber noch nicht unterschrieben. Ansonsten, hier sehen wir Wolf, sind die Grundlagen gelegt, um im nächsten Jahr richtig zu attackieren. Gerade bei Kraus hat man natürlich das Gefühl, er könnte auch dritte Liga spielen. Seine Spielweise ist so, wie wenn du Publikumsliebling wirst. Mit seiner Schnelligkeit, mit seinen Dribblings. Und deswegen steht er schon auf der Liste von Drittligisten. Bin mal gespannt, für was er sich entscheidet. Aber das wird der Gesamtentwicklung dieser Mannschaft keinen Abbruch tun, weil ich denke, sie haben eine starke Basis. Und wenn ich mich so umgucke jetzt auf dieses Bild und sehe da drüben die neue Tribüne, hier entsteht etwas für Größeres. Da bin ich einfach mal optimistisch. Maximilian Kraus heute nach langer Verletzungspause zumindest mal wieder auf der Bank. Gut möglich, dass wir ihn heute noch sehen. Womöglich in seinem letzten Spiel für Carl Zeiss. Das werden die nächsten Wochen zeigen. Aber einen Satz müssen wir noch mal dazu sagen. Die Entwicklung in Jena, die ist sehr, sehr gut. Aber in Erfurt ist sie ja genauso. Und noch überraschender. Und deswegen dieser Thüringer Fußball aus meiner Sicht geht einer rosigen, interessanten Zeit entgegen, wo beide auf Augenhöhe um die Vorherrschaft schon alleine streiten. Und das bringt die Fans natürlich in die Stadien. 16. Spielminute, erste gelbe Karte der Partie für Matibel. Taktisches Foul gegen Max Grimm. Matibel löst das nicht gut und bringt dann Grimm zu Fall. Matibel, A-Jugendlicher in seinem erst dritten Regionalligaspiel. Der Innenverteidiger also früh vorbelastet. Freistoß Carl Zeiss. Sie machen zu wenig draus in der Anfangsphase. Viele Eckbälle, dieser Freistoß. Allesamt nicht so getreten, dass da größere Gefahr draus entstehen würde. Da hat Jena in jedem Fall noch Potenzial nach oben. Ja, man muss ja davon ausgehen, dass diese Standardsituationen, das sind Hochkaräter in Vorbereitung von Torschancen. Und die muss man einfach besser nutzen. Und da haben die jungen Leute natürlich noch Möglichkeiten, sich zu verbessern. Gut 17 Minuten gespielt in Jena, keine Tore hier, keine Tore bislang auch in Berlin. Heißt, Stand jetzt RWE weiter vor Carl Zeiss. Gucken wir kurz, hier bleibt es vorerst beim 0:0. Rüber nach Berlin, Andreas Mann. Ja, hier ist es auch noch ein bisschen gemächlich, offensiv. 2-3 Abschlüsse aus der zweiten Reihe von Rot-Weiß Erfurt. Jetzt mal eine gute Kopfballchance. Das ist im Grunde genommen der beste Abschluss bis hierhin gewesen für die Gäste aus der Thüringer Landeshauptstadt. Gute Flanke
von der rechten Seite von Manu. Und dann hat er ganz schön viel Platz und kann den Kopfball eigentlich auch ganz gut drücken. Macht er fast noch zu wenig draus, der gute Ciccarelli. Ansonsten zwei Mannschaften, die sich hier ja ganz gut im Griff haben, gegenseitig viel zwischen den Strafräumen. Noch Luft da oben bei frühsommerlichen Temperaturen an diesem Pfingstsonntag. Saisonausklang für RWE ist die Spielzeit ja mit dieser Partie dann auch beendet. Da können die Profis dann so langsam in Richtung Sommerurlaub durchstarten. Jena hat ja noch eine Aufgabe vor der Brust im Landespokalfinale gegen Wacker Nordhausen. Das Ganze dann am nächsten Samstag beim großen Tag der Amateure. Philipp Fontaine da versucht in Szene zu setzen. Gelingt nicht. Aber die Erfurter Fans, die haben Spaß, die feiern ihre Mannschaft. Da ist ja wieder eine hübsche Einheit zusammengewachsen. Aber es ist spannend zu sehen, im Gegensatz zum FC Carl Zeiss gibt es bei der Kaderplanung von Rot-Weiß schon noch etliche Fragezeichen. 10 Verträge laufen aus und darunter sind eben auch die Arbeitspapiere von Mannen wie Manu, wie Nkoa, beide Starzef-Brüder, Tavares und Osave, um da vielleicht nur die wichtigsten zu nennen. Vor allem diese beiden Hünen da hinten in der Innenverteidigung, Manu und Nkoa, sind natürlich heiß begehrt. Und die hätten schon Lust, eine Liga höher mindestens mal in der nächsten Saison zu kicken. Das wird eine Herkulesaufgabe für Franz Gerber, der jetzt dieser Tage ja auch noch mal kritisch angesprochen hat, dass in einer Stadt wie Erfurt, wo Rot-Weiß ja schon die Schlagzeilen bestimmt hat in den letzten Monaten, eigentlich ein bisschen mehr Wirtschaftspower da sein müsste, zumindest in den Verein, dass man da ein bisschen mehr investiert, weil man eben am Steigerwaldstadion ganz viel zu knabbern und zu bezahlen hat. Und auch diese Spielzeit wird man wieder mit seinem Verlust abschließen. Mit 250.000 hatte man kalkuliert, aber das wird man eher nicht halten können. Da tut's Geld gut in der Kasse. Vielleicht ist dann auch Arthur Mergel so ein Spieler, den man zwangsläufig abgeben muss. Der hat Vertrag bis 2024. Mit dem könnte man noch ein paar wichtige Euros machen. Das ist erstmal Osawa, aber der am Abseits. Also das wird ein ganz heißer Sommer in Erfurt. Und für Franz Gerber und auch seinen Sohn Fabian Gerber ist das ein Riesenhaufen Arbeit, der da wartet, um auch in der kommenden Saison eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die vielleicht oben mitspielen kann. Es gibt den direkten Aufsteiger in der nächsten Spielzeit. Und da haben einige Clubs ganz bestimmt Ambitionen, sich diesen zu krallen. Das wird eine packende Spielzeit in der kommenden Saison und ein wirklich spannender Sommer in Erfurt. Auch bei Carsten Heine und der VSG Altklinike ist es ein bisschen schwammig in Sachen Zukunft. Viele verlassen den Verein. Ja, so richtig aus den Puschen kommen sie nicht. Die Pläne und Ziele sind da kurzfristig eher schon andere gewesen, als sich jetzt über etliche Jahre in der Regionalliga Nordost festzusetzen. Geldgeber ist durchaus da, aber es fehlt eben nach wie vor an der richtigen Infrastruktur. Moritz für Erfurt, guter Ball. Und da ist die Chance für seine Mann da. Den bekommt er nicht sauber verarbeitet, nicht gut kontrolliert. Aber das war mal ein guter Vortrag in den Strafraum hinein. Insgesamt bietet hier Erfurt in den ersten gut 20 Minuten schon die feinere spielerische Linie an. Aber es ist alles noch ein bisschen auf Sparflamme. Man merkt schon, dass es rein sportlich gesehen in diesem letzten Spiel nicht mehr um alles geht's. Cierci lässt ihn gut mit der Hacke durch. Aber Türpitz kommt nicht ran, weil der Kapitän, weil Andrei Starzev aufmerksam ist und gut steht. Osave jetzt mal draußen auf dem Flügel.
Ja, braucht ein bisschen zu lang, um sich vom Ball zu trennen. Ja, und so sieht das dann phasenweise halt leider auch aus. Nicht das richtige Tempo, nicht die richtige Gier auf beiden Seiten. Das ist gar nicht als große Kritik zu verstehen. Die Saison war lang und kräftezehrend. Und so ist es eben hier ein 0:0 mit der Hälfte der ersten Halbzeit, die jetzt rum ist. Große Topchance haben wir wirklich nicht gesehen. Das Gefährlichste war eben dieser Kopfball von Ciccarelli, der knapp vorbeiging, als wir hier zu diesem Spiel wieder gekommen sind. Und noch ein Abschluss von Arthur Mergel nach gut 13 Minuten. Der Kasten im Tor der VSG vor ganz zarte Probleme gestellt hat. Letzten Endes war es aber auch ein dankbarer Ball. Jetzt mal eine gute Verlagerung. Gordon Büch. Der links außen, die Hereingabe ist nicht schlecht, aber dann zeigt sich eben die Qualität von Aaron Frimpong Manu. Das sind schon zwei da hinten drin, die auf Sicht natürlich nichts in der Regionalliga Nordost verloren haben. Großes Potenzial. Da hat Fabian Gerber richtig was rausgeholt aus diesen Burschen. Insgesamt ja aus der kompletten Erfurter Mannschaft. Eckball kommt von Büch. Von Thein. Noch könnte es ein bisschen brenzlig werden. Ja, und Ciherci hat einen guten Abschluss. Aber da trifft er nur das Football-Tor. Gibt keine Tore, auch keine zwei Zusatzpunkte für Altklinike. Erfurt seit Mitte November, seit dem 13. Spieltag, ununterbrochen in den Top 2, insgesamt an 6 Spieltagen Tabellenführer. Jetzt müssen sie aber aufpassen, denn das ist famos gespielt. Und dann ist Ciherci da und bringt die VSG Altklinike in Führung. Klasse durchgesteckt. Und dann hat dieser Mann einfach auch die Qualität und die Klasse. Tolcay Ciherci, 15. Saisontor. Dazu noch 15 Vorlagen. Usan mit der Hacke perfekt in den Lauf von Ciherci. Schellenberg kann da gar nichts machen. Der bis hierhin mit Abstand beste Angriff des Spiels. Und sofort Shepherds 32. Gegentor für Erfurt in dieser Saison. Das war schon eins zum Zungenschnalzen. Tolcay Ciherci. Auch so einer, der eigentlich in dieser Liga nichts verloren hat. Oh, und jetzt ist Erfurt gefordert, kann dem Spiel im Grunde genommen eigentlich nur sehr gut tun. Altklinike führt durch den besten Torjäger. Vielleicht gibt es eine schnelle Antwort von Rot-Weiß. Ciccarelli sucht seinen Mann. Was aber gefällt bei Erfurt, wenn sie ihre Angriffe aufziehen, dann ganz selten durchs Zentrum, sondern immer schön über den Flügel den Gegner auseinanderziehen. Aber heute bekommen sie noch nicht die richtige Geschwindigkeit und die Präzision in ihre Angriffe rein. Aber wir haben noch weit mehr als eine Stunde Spielzeit. Aber aktuell und dieses kleine Spielchen zwischen Jena und Erfurt sei uns heute gestattet und gegönnt. Sorgt eben dafür, jetzt dieses 1-0, dass Jena plötzlich mit dem 0-0 gegen Hertha 2 Zweiter ist. Und da schauen wir nach diesem Angriff gleich wieder vorbei. Im Ernst-Abbe-Sportfeld, Belegu klärt zur Ecke. Und die gönnen wir uns noch. Und dann gibt es wieder das Duo Küpper-Lindemann aus Jena gegen Hertha 2. Wir sehen ja hier heute 4 der 5 besten Rückrundenmannschaften in der Regionalliga Nordost. Jena führt vor Cottbus, dann Erfurt, Altklinike und eben die jungen Herthaner, die sich in diesem Fußballjahr mächtig gesteigert haben. Jetzt muss sich Erfurt steigern. Eckstoß kommt. Und kommt auch ganz gut. Aber ein Chor kann sich im Kopfballduell nicht behaupten. Und dann ist es auch noch ein Foul, das gegen ihn gepfiffen wird. Also Altklinike hilft Jena im Moment. Kann Karl Zeiss was draus machen oder ist die Nachricht sogar schon durchgedrungen ins Paradies? Alex Küpper und Lutz Lindemann.
Na, in jedem Fall wird der Kampf um die inoffizielle Thüringen-Meisterschaft auch auf den Rängen geführt. Da wurden gerade eben schon ganz herzliche Grüße in die thüringische Landeshauptstadt geschickt. Carl Zeiss aktuell 6 Tore besser als Rot-Weiß Erfurt, beide punktgleich. Jena im Moment auf 2, wären zum zweiten Mal in Folge Vizemeister der Regionalliga Nordost. Im vergangenen Jahr hat sich der BFC durchgesetzt in der Liga, scheiterte dann am VfB Oldenburg. In diesem Jahr Energie Cottbus gefordert in den Aufstiegsspielen um die dritte Liga. Wahrscheinlich gegen die Spielvereinigung Unterhaching, die ist Meister geworden in Bayern. Sie haben sich bis heute noch nicht geäußert, ob sie finanziell diesen Schritt gehen können und wollen. Da wird morgen oder übermorgen vermutlich eine Entscheidung erwartet. Lutz, was denkst du darüber? Die stehen seit mehreren Wochen als Meister fest und dann diese Hängepartie? Ja, ich finde das unsportlich. Unsportlich aus der Sicht auch der Cottbusser. Sie wissen nicht, auf wen sie sich vorbereiten. Und mal Klartext zu reden, auch im eigenen Verein wäre gut. Ja, für den Trainer, für die Spieler. Und deswegen diese Hängepartie ist nicht in Ordnung. Wir müssen mal sehen. Ich drücke den Cottbusern sehr die Daumen, weil ich glaube, dass diese Ungerechtigkeit Meister nicht direkt aufsteigen. Das muss irgendwann mal ein Ende haben. Und deswegen meine Sympathie für diese Spiele ganz klar. Da bin ich einfach für die Cottbusser. Pele Wollitz hat sich massiv beschwert nach der eigenen Cottbusser Meisterschaft über diesen Zustand, dass Unterhaching nach wie vor nicht klare Kante zeigt. Die Würzburger Kickers oder womöglich sogar die zweite Mannschaft des FC Bayern könnten einspringen im Fall der Fälle. Warten wir ab, was in den nächsten Tagen da kommt. 30 Minuten gespielt. Carl Zeiss tut sich schwer. Wir haben kaum Höhepunkte gesehen bis hierhin. Viele gute Ansätze auf beiden Seiten. Allerdings fehlt die letzte Durchschlagskraft, die letzte Präzision bei den Standardsituationen und bei den entscheidenden Bällen in die Spitze. Lutz, wie muss Carl Zeiss mit dieser Thematik umgehen gegen eine Hertha, die ja durchaus selbstbewusst auftritt? Ja, und Hut ab vor dieser jungen Mannschaft, deren Schicksal ja auch noch nicht geklärt ist. Wie geht es denn weiter? Was passiert mit dem Verein in der ersten Mannschaft? Was ich hier sehe, diese vielen jungen Talente, das macht Spaß. Und Carl Zeiss, ich denke, sie müssen ein kleines bisschen mehr Präzision in ihrer, wenn sie den Ball nach vorne spielen, sind zu viele Fehlpässe und dazu immer wieder Unterbrechungen. Das müssen sie besser machen. Es ist aber auch eine Frage der Qualität. Wir beide sehen jede Woche Fußball und Regionalliga, dritte Liga. Das sind hier da schon Unterschiede, das merkt man. Und da gibt es also auch für den Trainer und für die Spieler noch jede Menge, sich da zu verbessern. Vielleicht klappt es jetzt. Gute Hereingabe. Ja. Und dann der Zusammenstoß letztlich folgenlos für Ken Gibson. Gibson im Sommer aus Groß-Asbach gekommen, hat sich sehr gut entwickelt, festgespielt auf der Außenbahn. Kann es als Verteidiger, kann es auch offensiver. Guter Transfer vom FC Carl Zeiss. Tja, die große Hertha-Frage, die ist nach wie vor unbeantwortet. Lutz, du hast es angedeutet. Die erste Mannschaft abgestiegen aus der Bundesliga, mit massiven finanziellen Problemen belastet. Sie kämpfen um die Lizenz für die zweite Liga. Sollte es die nicht geben, aktuell gehen Experten davon aus, dass es irgendwie klappt, aber es ist noch in der Schwebe. Sollte es die Lizenz für die zweite Liga nicht geben, kann Hertha für die dritte melden. Gucken wir kurz auf Wolf. Auch da kein gefährlicher Abschluss. Hertha könnte sich also für die dritte Liga bewerben. Das würde bedeuten, dass die zweite Mannschaft der Hertha raus müsste aus der Regionalliga Nordost. Und ein weiteres Szenario, Hertha beantragt die Lizenz direkt für die Regionalliga Nordost, ähnlich so, wie es vor einigen Jahren 1860 München ergangen ist.
dann würden sie mit der ersten Mannschaft den Platz der zweiten einnehmen. Also viele Fragezeichen in der Hauptstadt. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit. Muyomo mit der besten Chance bis hierhin. Jonathan Muyomo, 8 Saisontore hat er bislang erzielt. Hat schon gelb gesehen in dieser Partie. Es ist seine 5. Bleibt allerdings folgenlos, weil Gelbsperren nicht mit in die kommende Saison genommen werden. Gute Nachricht für Carl Zeiss. Gefühlt die halbe Mannschaft ist mit 4 gelben Karten vorbelastet. Ja, da kann ich mich an meine aktive Zeit erinnern. Manchmal bekommt man eine gelbe Karte. Das war früher schon so. Und man war immer unschuldig. Ich war immer unschuldig, hatte damit gar nichts zu tun. Und das wird heute dem einen oder anderen auch so gehen. Die hätten ja mal hochspringen können, wenn du zur Grätsche angesetzt hast. Zum Beispiel. Guter Ball, Grimm. Eine Fußspitze fehlt, um den Ball zu kontrollieren. Aber scheint, dass sie sich annähern. Vorher schon mal diese gute Aktion. Dann der Kopfball hier, der ungefährlich war, aber ein bisschen mehr Druck würde dem Spiel gut tun. Aber die Fans sind in Form, oder? Die sind da. Schönes Lied gesungen vorhin über der Chor, Rot-Weiß. Ja. Allerdings zu dem Text will ich mich nicht äußern. Besser ist es. Gute Stimmung in jedem Fall. Ja. In Jena im Ernst-Abbe-Sportfeld, das mit leichter Verzögerung fertiggestellt werden soll. Kürzlich hat die Stadionbetreibergesellschaft und die Baufirma verkündet, dass es bis zum Jahresende vermutlich dauern wird, bis alle Tribünen in Betrieb sind. Guter Antritt hier. Sauber verteidigt von Carl Zeiss gegen Da Silva Chiala. Also planmäßig sollte das Ganze schon im Sommer fertiggestellt werden. Jetzt dauert es noch ein halbes Jahr länger. Die Gründe liegen sicherlich auch in der Corona-Krise und im Ukraine-Krieg. Aber man kann sich vorstellen, was das am Ende ist. Dieses Stadion ist nicht für diese Liga, da sind wir uns sicher. Man bekommt schon einen Eindruck. Absolut. Von dem, was das Ernst-Abbe-Sportfeld demnächst dann darstellen wird. Eins der modernsten Stadien der Regionalliga Nordost sowieso, aber im Falle eines möglichen Aufstiegs auch in der dritten Liga. Fuchs, erfahrener Mann, der Kapitän. Ich glaube, mit Abstand der älteste Spieler. Mit weitem Abstand der älteste. Der Routinier, der diese Jungspunde anführen soll. Die Hertha heute mit Minikader angereist. Nur 4 Spieler auf der Ersatzbank. Gestern waren insgesamt 8 Akteure aus der zweiten Mannschaft bei den Profis mit dabei. Am letzten Bundesligaspieltag mehrere bekommen dafür heute die Pause. Wir gehen schnell nach Berlin zu Andreas Mann. Ein Freistoß für Rot-Weiß Erfurt, der vielleicht für Gefahr sorgen könnte. Ansonsten kommt wenig von den Thüringern. Viel Stabilität bei der VSG nach dem Führungstreffer durch Ciyerci. Und kaum ein Durchkommen für RWE. Diese Entfernung ist für den direkten Versuch eigentlich zu weit. Trotzdem wird es gemacht. Naja, man kann es ja mal versuchen. Aber da können wir froh sein, dass der überhaupt bis zum Tor gekommen ist. Den hat er mal gar nicht erwischt. Der gute Ciccarelli mit der Innenseite. Und da kullert die Kugel mit 12 km/h. Am Tor vorbei. Ja, Erfurt tut sich schwer. Führung für Alt-Klinike ist nicht unverdient. Sie hatten diesen einen tollen Moment. Ozan mit der Hacke auf Ciyerci. Und seitdem
probiert Erfurt, aber sie probieren es nicht richtig durchdacht und kommen gegen eine sehr gut geordnete Mannschaft von Carsten Heine nur ganz schwer in die Gänge. Waldklinike letzte Saison 72 Punkte. Hört mal ein Missverständnis da zwischen Zeiger und seinem Keeper, aber Osawe kann kein Nutznießer sein. Also Waldklinike letzte Saison 72 Punkte, 80 Tore, Rang 4, trotz dieser Ausbeute. Da war richtig was los in der Liga und in dieser Saison sind sie Fünfter. Könnten aber heute zumindest noch an Lok vorbeiziehen, je nachdem, wie die sich in Babelsberg anstellen. Die Partien mit mitteldeutscher Beteiligung sehen sie heute natürlich noch hier bei uns im Anschluss an diese Thüringer Konferenz. Da bekommen sie alle Tore mit. Dranbleiben lohnt sich. Osawe, jetzt mal mit Platz. Osayaman Osawe. Hereingabe noch abgefälscht. Mal ein Hauch von Druck von Erfurt, aber Altklinike kann sich befreien. Osawe, der da ein bisschen zu lange zögert. Und dann ist es kein Abseits, aber Schellenberg ist aufmerksam und macht mit. Der Mann, der in den letzten Wochen, Lukas Schellenberg, der 22-Jährige, auch so ein bisschen Match- und Spielpraxis sammeln kann. Vierter Saisoneinsatz, Franco Flückiger. Gönnt ihm natürlich dann auch diese Einsätze. 10 Jahre Flückiger älter, so etwas wie kleiner Mentor für Lukas Schellenberg. Und das finde ich auch gut von Fabian Gerber, dass er dem jungen Burschen da einfach auch jetzt das Vertrauen schenkt und ihm mal so ein paar wichtige Einsatzminuten gibt. Nur so kann man sich ja auch entwickeln. Ciaci. Akustisch ist das natürlich eine klare Angelegenheit für die Mannen von Fabian Gerber. Die Fanschar von Altklinike hält sich traditionell eher in Grenzen. Zuschauerschnitt bei den Heimspielen ist eigentlich nicht wirklich der Rede wert. 366. Waren aber auch nie schlechter als Rang 9 in dieser Saison. Also fußballerisch leistet da Carsten Heine schon wirklich fantastische Arbeit. Das kann man nicht einfach sagen. Aber der 68-Jährige ist natürlich auch ein alter Hase, der da schon eine ganze Weile im Geschäft ist. Und hier machen sie ihre Sache bislang gut. Wenig Arbeit zu verrichten für Lino Kasten. Nummer 1 im Tor von Altklinike. Ein guter Pressing-Ansatz. Heine schaut ein bisschen skeptisch bei diesem Rückpass, aber sie lösen es dann spielerisch und gut. Und dann geht's mit Platz für Stefan Bremer nach vorn. Auch Büch bekommt wenig Druck von Moritz. Und dann reicht das noch für eine Ecke? Nee. Ball nicht über der Linie. Schellenberg zur Stelle. Es ist überschaubar hochklassig, dieses letzte Spiel am 34. Spieltag im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Und von Erfurt darf es gerne ein bisschen mehr sein. Sonst haben sie eine kleine Delle mit dieser verlorenen Thüringen-Meisterschaft gegen den FC Carl Zeiss Jena. Das würde schon so ein bisschen am Ego auf jeden Fall bei der Fanseele kratzen. Dafür muss eine Steigerung her. Ganz klar. Mit Weinhauer, mit Tavares, mit Felsberg, mit Kämpfer, mit Lopez Cabral und mit Caniccia, Ginola Elba hat Gerber durchaus reichlich offensive Alternativen. Mal schauen, ob er in der Pause dann schon reagieren wird. 3 Minuten sitzt noch in der Abschnitt Nummer 1. Erfurt müht sich. Und Altklinike kommt mit Schäfer. Abgefangen von Ballo. Einwurf für den in Anführungsstrichen Hausherr. Also hier sieht es erstmal nicht nach großem Aufbäumen von Rot-Weiß Erfurt auf. Altklinike hat alles im Griff. Spannender ist es da vielleicht und enger in Jena bei Alex Küpper und Lutz Lindemann.
vor wenigen Augenblicken die erste echte Torgelegenheit hatte, Pascal Verkamp, scheitert an Tim Goller, 18-jähriger A-Jugend-Torhüter bei der Hertha. Pascal Verkamp mit 10 Toren und 10 Vorlagen aktuell Nummer 4 in der Regionalliga-Scorerliste hinter Cigerci, Mergel und Ziane. Die Hertha immer wieder mit dem Versuch zu kontern. Carl Zeiss mit deutlich mehr Ballbesitz. Und die Gäste aus Berlin wollen dann das Spiel regelmäßig schnell machen. Aber Carl Zeiss steht nach wie vor gut, in Summe relativ wenig los in beiden Strafräumen. Lutz, für ein solches Spiel wurde einst die schwere Kost ins Fußballvokabular aufgenommen. Ja, aber jetzt vielleicht mal, gucken wir kurz. Wieder geklärt. Ja, aber wir sehen, dass beide Mannschaften sich bemühen. Und das ist ja auch so eine Floskel. Sie waren beide bemüht. Es ist ein bisschen so wie Sommerfußball, kurz vorm Urlaub. Und die Fans sind aktiver als die Spieler auf dem Platz. Sie geben keine Ruhe, sie fühlen sich wohl. Und die Spieler müssen in der zweiten Halbzeit, glaube ich, ein bisschen mehr dazu tun, dass man auch vernünftig sich hier verabschiedet. Gilt für beide Mannschaften. Knappe halbe Minute noch regulär in Durchgang 1. Ja, auch diese Spielentwicklung jetzt, das hat man wieder gesehen, das kann man besser machen. Und deswegen nochmal an beide Trainer, macht sie munter. Da wird sicherlich ein bisschen was passieren in den Kabinen. Halbzeitpause in Jena. Wird in Berlin noch gespielt, Andreas Mann. Na, sagen wir mal, der Ball ist im Spiel. Aber so richtig fußballerisch ist wenig dabei. Letzten 10 Sekunden, dann vielleicht noch eine Minute, aber es gab das eine Tor. Ja, ansonsten aber auch nicht wirklich eine Spielunterbrechung. Deshalb ist jetzt hier auch sogar ganz pünktlich Pause. Keine Tore im Paradies und Erfurt gegen Alt-Klinike mit 0:1 hinten. René Kindermann, ich hätte eine Bestellung. Wir bräuchten und würden ganz gerne ein paar Thüringer Tore bestellen. Also mit Thüringer Bratwürsten könnten wir vielleicht noch aus der Kantine handhaben. Aber Thüringer Tore sind hier leider nicht zu finden. Das müssen die Mannschaften auf den Plätzen übernehmen. Aber die Hoffnung ist groß nach diesen, ich sag mal, überschaubaren, fußballerisch gesehen, ersten 45 Minuten, dass da maximale Steigerung kommt. Also wir versprechen jetzt mal, es gibt noch mehr Tore in der zweiten Hälfte, in der zweiten Konferenzhälfte dann bei uns für Sie zu sehen. Das nennt wir mal, und da kommen wir mal zur ersten Liga, Warmschießen fürs große Finale. Vielleicht sind das ja so die Tore, die wir gleich noch sehen werden. RB Leipzig hat gestern das 5. Ligaspiel in Folge gewonnen. 4:2 stand es am Ende gegen Schalke. Die Freude groß, genauso wie die Hoffnung auf den DFB-Pokal. Aber mal wieder kippen die Bayern Wasser in den Wein. Denn nach der Entlassung von diesen beiden Herren, von Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić gestern, heute gab es die Erklärung dazu, steht die Suche nach einem neuen Sportchef für die Bayern ganz oben auf der Tagesordnung. Und es scheint mal wieder die Gefahr zu bestehen, dass sich die Bayern in Leipzig bedienen. Denn er hier, Max Eberl, soll einer der Kandidaten sein. Stefan Schönau mit dem Blick zurück und nach vorn. Das Lied kennt man und kann es fast nicht mehr hören, vor allem nicht in Dortmund. Es war sicher. Wir waren Meister. Ja. Wir waren Meister. Wir waren Meister. Ausgelacht haben auch Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić, gefeuert mit dem Meistertitel, ausgeladen zur Meisterfeier. Gut ist eh immer das Gleiche. Wahrscheinlich angesteckt vom Bayern-Wahnsinn meldet die Bild-Zeitung, dass die Münchner Interesse an Max Eberl haben. Seit einem halben Jahr ist der Geschäftsführer Sport bei RB, hat einen Vertrag bis 2025. Anderthalb Jahre suchten die Leipziger jemand für diese Position.
Mit einem Wechsel nach München beschäftigt sich der Boulevard aber sicher niemand in Leipzig. Eberl hat außerdem gut zu tun. Ersatz finden für Konrad Leimer, der geht nämlich weg, höchstwahrscheinlich nach München. Auch Christopher Nkunku wird wohl gehen. Als Torschützenkönig der Bundesliga 16 Treffer reichten dafür, dass, obwohl der Franzose lange verletzt war. Die Saison war wirklich kompliziert für uns, aber wir haben als Team dann doch so gut funktioniert, dass ich die Torjägerkanone gewinnen konnte und die gebe ich ans Team zurück. Kompliziert war die Saison, weil der Start missglückte. Nur 5 Punkte aus 5 Spielen bedeuteten das Ende für Domenico Tedesco. Marco Rose kam und legte eine Siegesserie hin. Zwischenzeitlich schien die Meisterschaft sogar möglich. Die Niederlagen im März gegen Bochum und Mainz taten weh und kosteten den Kampf um die Schale. Vor 6 oder 7 Wochen haben wir das uns verspielt. Und da haben wir uns geärgert. Jetzt im nicht März war es wahrscheinlich gewesen. Ne? Ja, genau. Und ist halt so. Und deswegen ärgern wir uns nicht immer darüber. Da haben wir neue Ziele gesetzt. Und wir haben unsere Ziele bis jetzt immer noch gereicht. Und wenn wir nächste Woche den Pokal holen, dann haben wir ein sehr, sehr gutes Jahr hingelegt. Und DFB-Pokal ist immer dieser Wettbewerb, wo man natürlich auch Erfolge feiern kann, wie Leipzig ja auch im Sommer festgestellt hat. Max Eberl war noch nie Pokalsieger, Marco Rose auch nicht. In ihrem ersten Jahr in Leipzig kann sich das ändern. Nächsten Samstag im DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt. Genau so sieht's aus. In einer Woche zählt's dann. Es ist das wichtigste Spiel des Jahres, was ansteht. Sie wollen den Titel verteidigen. 20 Uhr geht's los, in einer Woche dann gegen Frankfurt. Und wir schauen zur Ladies Tour nach Thüringen. Dort steht heute die letzte Etappe an. Start und Ziel ist Mühlhausen. Und es gibt eine besondere Konstellation. Nach über 520 Kilometern, 5 Etappen, trennen die ersten 3 Damen 4 Sekunden in der Gesamtwertung. Mehr Spannung geht nicht. Alke Papstorf und Hanka Kupfernagel übernehmen live. Ganz genau so ist es, René. Du hast das angesprochen, die ersten 3, sie gehören zu einer Mannschaft, zum World Tour Team SD Works. Die können die Gesamtwertung unter sich ausmachen. Aber jetzt sind wir bei der ersten Bergwertung des Rennens und wir sehen eine Spitzengruppe mit 4 Fahrerinnen vorn. Die haben sich abgesetzt, recht früh in diesem Rennen. Und im weißen Trikot eine deutsche Olympiasiegerin. Mieke Gröger präsentiert sich hier ganz vorn mit und sie holt sich die Punkte für diese Bergwertung. Das ist ein toller Erfolg der Bahn-Olympiasiegerin, die hier am Start ist, um sich Rennhärte zu versorgen für alles, was in diesem Jahr noch ansteht an Höhepunkten. Mit dabei auch Fabian Jährig, eine der jüngsten Fahrerinnen hier im Feld. Im Oktober erst 19 Jahre geworden, fährt für das Maxula-Rose-Team und kommt aus Berlin. Dahinter eine Niederländerin, Lieke Neuen vom Team Falkenburg, auch eine gute Fahrerin, und eine Französin vom Team Arkea, und zwar Amandine Fauconnet. Und hier sehen wir das gelbe Trikot, hier sehen wir Lorena Wiebes. Sie ist nicht irgendwer, sie ist die Weltranglisten-Erste, die hier Führungsarbeit leistet im Hauptfeld. Das jetzt wieder die Führungsgruppe, Mieke Kröger angesprochen, die deutsche Olympiasiegerin, die sich doll verkauft auf dieser Schlussetappe rund um Mühlhausen. Und hier ein eher seltenes Bild, dass die Gesamtführende im goldgelben Lotto-Trikot in die Führung geht und Führungsarbeit macht. Aber ich glaube, die lassen hier nichts anbrennen. Und die 4 Fahrerinnen in Front, die haben im Gesamtklassement so viel Rückstand, dass sie da noch relativ ruhig bleiben können zu diesem Zeitpunkt im Rennen. Seit Kilometer 25 ist die Spitzengruppe gemeinsam unterwegs. Dahinter das Peloton und immer vorn dabei Lorena Wiebes, die Frau in Gelb, eingerahmt von ihren Teamkolleginnen, die natürlich fleißig mithelfen. Aber wie ist das, Hanka? Wie sieht denn die Teamorder aus, wenn die ersten 3 einer Mannschaft die Gesamtwertung gewinnen können? Legt man wirklich fest, die ist es, die muss heute gewinnen? Tja, das weiß nur der Teamchef selbst und die Fahrerin vielleicht. Aber in dieser Konstellation, wo alle eigentlich gleich stark sind, würde ich mir vielleicht wünschen, dass freigegeben wird. Vielleicht die Sprintwertung noch abdecken. Und wenn dann eine Zeitgleichheit herrscht, dass man dann sagt, komm, ihr seid die besten Sprinterinnen der Welt, Lorena und Lotte,
Misha Bredewold, du fährst an und dann sehen wir mal, wer die schnellsten Beine hat. Das wäre eigentlich so mein Wunsch, dass wir das so ganz offen hätten. Die Fahrerinnen auf dem Weg zur zweiten Bergwertung. Eine Sprintwertung wird es heute geben, eine einzige, eine vielleicht vorentscheidende, weil es doppelte Zeitbonifikation gibt. Das heißt, da wird man sehen, wer die vielen Punkte, die vielen Sekunden in dem Fall einheimst. Und dann wird das ganz spannend werden auf diesem hinteren Teil der Rundfahrt. Ja, es kann auch immer wieder noch was ganz anderes passieren, ne? Das, wie Romy Kasper mir das erzählt hatte, dass mehrere Teams sich Allianzen bilden und gemeinsam abwechselnd attackieren, sodass das Team SD Works aus Holland jedes Mal arbeiten muss und sich dann doch eine Attacke lösen kann und dadurch vielleicht jemand ganz anders, wie zum Beispiel vom Team Phoenix de Koenig auf Platz 4 liegend, die Christina Schweinberger aus Ostösterreich, die österreichische Meisterin, die hätte jetzt auch noch gute Chancen mit einer Attacke. Sie hat nur 23 Sekunden Rückstand insgesamt, könnte das auch noch mal ganz durcheinander bringen. Mieke Kröger gehört zur deutschen Nationalmannschaft, die hier mit 6 Starterinnen diese Rundfahrt bestreitet. Bundestrainer André Korff hat dieses Team zusammengestellt mit vielen jungen Fahrerinnen, die hier Erfahrung sammeln sollen in einem Feld mit vielen der besten Radsportlerinnen, die es gibt. Mieke Kröger ist die, die natürlich über allem steht, die ihre großen Erfolge auf der Bahn feiert. Auch in diesem Jahr bereits gab es die Bronzemedaille bei den Europameisterschaften und der Höhepunkt dann die Weltmeisterschaften in Glasgow. Dann zählt es für sie im August in Schottland. Ja, hier geht es durchs heute auch eine kurze Schleife nach Hessen rein. Also die Thüringen-Rundfahrt erstmals auch auf hessischem Gelände. Es ist immer eine größere Arbeit natürlich, um das zu organisieren, weil zwei verschiedene Landeshauptstädte, zwei verschiedene Landespolizei, die sich dann da absprechen müssen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und hier an dieser Stelle vielleicht auch ein großes Lob, dass Vera Hohlfeld, die Tourchefin, da so hartnäckig dran geblieben ist, dass uns auch das möglich ist. Die Komplimente, die gibt es auch von Seiten der Fahrerin, die natürlich immer wieder angesprochen werden. Hier die Türme von Mühlhausen, Start- und Zielort. Und die ja, sagen, wie zufrieden sie sind mit der Organisation, auch mit den Schwierigkeiten auf den einzelnen Etappen. Also es ist eine Herausforderung, diese 6 Tage hier im Frühling in Thüringen zu bestreiten. Fabienne Jährich sehen wir, die junge Deutsche, die du angesprochen hast, die sich jetzt wieder zurückfallen lässt. Ja, ich denke, sie, also wir kommen hier noch mal zur, wir kommen jetzt zur Bergwertung, zur zweiten. Und ich denke, sie hat einfach nicht die Beine, um da mitzugehen. Und dann ist es auch intelligenter zu sagen, ich lasse mich jetzt zurückfallen, kann den Berg in meinem Tempo zu Ende fahren und bin dann am Ende des Feldes. Und dadurch spart sie natürlich unheimlich viel Kraft. Weil für sie spielt die Bergwertung keine Rolle, sondern ihr Ziel ist, die Rundfahrt hier gesund zu überstehen. Und man sieht, das Tempo hinten ist ein bisschen höher. Sie kann sich jetzt, wie gesagt, etwas schonen und dann im Windschatten wieder einscheren. Die Bergwertung spielt auch für die 3 Führenden dieses Tages keine Rolle. Im Prinzip ist diese Wertung entschieden. Die junge Italienerin Alice Palazzi hat so viele Punkte sammeln können auf den vergangenen Etappen, dass sie hier einfach nur noch ins Ziel kommen muss. Dann kann sie dieses grüne Trikot für die beste Bergfahrerin verteidigen. Hier geht es aber dann noch drum um das aktivsten Trikot. Ne? Wer dann aus dieser Ausreißergruppe die meisten Punkte in einer Sprint- oder in einer Bergwertung geholt hat, der darf sich dann mit dem Trikot der aktivsten Fahrerin des Tages belohnen lassen. Und deswegen sind die Mädels hier auch ein bisschen erpicht darauf, das nicht einfach zu verschenken. Lieke Nooyen vom Parkhotel Falkenburg holt sich diese Wertung vor der Arkea-Fahrerin Amandine Fourcanet und Mieke Kröger, die hier für die deutsche Nationalmannschaft am Start ist. Ja, und wir haben, es sieht zwar gerade nicht steil aus dieser Perspektive, aber es ist eine der unzähligen Hügel, die es heute wieder zu bewältigen gibt. Und wir kommen da auf 1450 Höhenmeter heute
bei 125 Kilometern rund um Mühlhausen. Es gibt ja auch eine Zieldurchfahrt, also wir kommen schon einmal in die Altstadt hinein und dann muss noch eine Runde bewältigt werden. Und wie gesagt, wie schon angesprochen, bei dieser Zieldurchfahrt wird es dann sicherlich heiß hergehen, denn dort gibt es ganz wichtige Sekunden zu gewinnen. Auch gestern schon hat das Spitzenteam SD Works rings ums gelbe Trikot exzellente Arbeit geleistet. Die Konkurrenz hat da in keinem Fall geschlafen. Sie hat immer wieder attackiert, hat immer wieder versucht, das Feld auseinanderziehen. Und da war viel Arbeit dabei, um die Lücken wieder zu schließen. Da war sich niemand zu schade. Die besten Fahrerinnen waren da wahnsinnig aktiv. Und das zeigt auch den Erfolg dieser Mannschaft. Danke für den Augenblick. Es geht zurück ins Studio zu René und weiter mit Fußball. Dankeschön, Eike. Wir hören uns 15.15 Uhr wieder mit dem Finale Furioso. Und wir gehen ganz schnell rüber zum Fußball. Denn in Jena stehen Sie schon wieder bereit in die Konferenz. Wer ist denn nun die beste Fußballmannschaft in Thüringen? Wir klären das jetzt in der zweiten Halbzeit. Alex und Lutz, bitte. Stand jetzt lautet die Antwort Carl Zeiss Jena. Die Mannschaften sind schon wieder da. Carl Zeiss wird wechseln. Maximilian Kraus kommt in die Partie. René Klingbeil kann wieder zurückgreifen auf seinen Flügelflitzer, der die letzten 5 Spiele mit einer Fußverletzung verpasst hat. Da ist er, wartet im Jahr 2023 noch auf sein erstes Tor, hat aber schon 7 vorbereitet. Ein Wirbelwind, Lutz, der hoffentlich ein bisschen Schwung in diese Partie bringt. Ja, ich bin sehr gespannt, wie er seine Verletzung überwunden hat, wie viel Selbstvertrauen er hat und wie man auf ihn wirkt, dass er Bälle bekommt, die er auch gebrauchen kann. Denn immer, wenn er im Spiel war, hat er dafür gesorgt, dass es im Strafraum, in der Box Theater gab, immer für Carl Zeiss Jena und oftmals auch Elfmeter. Elfmeter war ja nur durch Foulspiel zu bremsen war. Das ist wieder so eine Aktion, wo er jetzt Tempo aufnimmt und im Dribbling. Ja, und das war gleich. Guten Tag, ich bin hier. Wenn auch zum Einwurf, nichtsdestotrotz Potenzial sofort mal angedeutet. Der Mann, der vor 2 Jahren aus Unterhaching gekommen ist, 27-fache Drittliga-Erfahrung bringt er mit. Carl Zeiss möchte mit ihm verlängern. Angebot liegt vor. Kraus hat es noch nicht unterschrieben. Auch in Berlin machen sich die Teams bereit für die zweite Hälfte. Durchwachsene erste 45 Minuten, sowohl in Jena als auch in Berlin. Wollen wir hoffen, dass die Sport im Osten Regionalliga-Konferenz jetzt etwas Fahrt aufnimmt. Die Hertha, sie spielt in den letzten Jahren immer gerne gegen Carl Zeiss. Die letzten 3 Partien konnten sie allesamt ohne Niederlage bestreiten. 2 1:0 Siege zuletzt, unter anderem im ersten Spiel für Carl Zeiss von René Klingbeil. Davor gab es ein 2:2, also Hertha 2 auf dem Wege zum Angstgegner für einen FC Carl Zeiss Jena, der sich weiterhin bemüht, aber der sich schwer tut. Fast schon bezeichnend, dieser Abschluss von Kraus ins Seitenaus. Carl Zeiss hat sich im Herbst eine Schwächephase erlaubt, von der man sich nicht mehr erholen konnte im Laufe dieser Saison. Da hat man einst 7 Spiele am Stück nicht gewinnen können. Eine Hypothek, die sich hinzieht bis zum heutigen Tage und die dafür gesorgt hat, dass man nie wieder ernsthaft angreifen konnte. Ganz vorne an der Tabellenspitze endgültig durch war es dann mit der 1:0 Auswärtsniederlage bei Energie Cottbus.
Schöner Saisonabschluss, strahlender Sonnenschein über Jena. Gute Atmosphäre im Ernst-Abbe-Sportfeld. Jetzt muss nur auf dem Platz noch ein bisschen zugelegt werden. Gibt den Freistoß für Carl Zeiss, wenn ich es richtig gesehen habe. Nee, Schiedsrichterball. Ballbesitz Jena. Wolf. Gut reingelegt. Ken Gibson. Und da ist Kraus. Da ist Kraus. Gut gelöst von den Gästen. Jindawi komplett abgemeldet. Bislang von Hähne und Striezel. Striezel, der Kapitän, der kürzlich seinen Vertrag verlängert hat. Wolf auf Gibson. Und Kraus dann mit leicht technischen Problemen. Letztlich kann Fuchs das Ganze bereinigen. Und dann ist es Haxa mit dieser schönen Drehung im eigenen 16er. Durchaus gewagt. Wieder Carl Zeiss. Kraus bringt Schwung in diese Partie. Kraus mit dem Abschluss. Grimm steht im Weg. Der hat gehört, was ich ihm gesagt habe. Offensichtlich. Nach innen und jetzt brennt's. Und der war gut angesetzt, der Ball. Wurde vom Gegner geblockt. Aber ich denke, er zeigt das, was sie von ihm erwarten. Und hier nochmal Kabinettstückchen von Haxa. Leider nicht gesehen, weil Carl Zeiss schon wieder latent für Gefahr sorgt im gegnerischen Strafraum. Kraus, wenn sie ihn halten können und er gesund bleibt, ist er eine echte Waffe im Aufstiegskampf der nächsten Saison. Lemmel, Petermann und Hähne. Wieder Gibson. Hier haben wir nochmal Haxa, der Hoppe stehen lässt. Schön gelöst vom jungen Hertaner. Tja, Carl Zeiss ist im Spiel, aber Carl Zeiss schafft es nicht, für ganz große Torgefahr zu sorgen. Schafft das womöglich Rot-Weiß Erfurt in Berlin gegen Altglienicke. Andreas Mann. Ich habe das Wort Schwung bei euch gehört. Da könnt ihr gerne eine Portion davon per Brieftaube in die Hauptstadt schicken. Können wir hier gut gebrauchen. Rot-Weiß Erfurt zu Beginn der zweiten Halbzeit in den ersten 5 Minuten noch nicht wirklich besser als im ersten Abschnitt. In der Halbzeitpause hat Fabian Gerber personell nicht reagiert, aber hat sich umgezogen. Unten ist er mit dem weißen T-Shirt. Zu Beginn kam er mit einem schwarzen Pullover raus. Das ist ihm dann zu ölig geworden. Deshalb hat er sich jetzt ein bisschen luftiger gekleidet. Mit einem weißen T-Shirt. Das ist, glaube ich, auch deutlich angenehmer. Zufriedenstellend ist das Spiel seiner Mannschaft bis hierhin aber nicht. Aber es sind ja noch gut 40 Minuten zu absolvieren. Altglienicke hat ja diesen einen Moment, den haben sie genutzt und sind durch GRGs 15. Saisontreffer in Führung gegangen. Nur Tugay Usan hat da öfter geknipst, der steht bei 19. Und jetzt gibt es eine Verletzungsunterbrechung, weil da Beek am Boden liegt, Samuel Beek. Und wenn sich ein Spieler einfach so hinsetzt, dann heißt das meistens nichts Gutes. Und ich denke, da wird vielleicht gleich personell reagiert werden müssen. Wenn der Ball nicht rollt, springen wir einfach ins Paradies zu Alex Küpper und Lutz Lindemann. Die Hertha hat zum ersten Mal in der zweiten Hälfte mit einer kleinen Ballbesitzphase. Offensiv von den Gästen kaum was zu sehen. In Durchgang 1 ein Kopfball gab es aufs Tor von Kunz, weitgehend ungefährlich. Jetzt gibt es die nächste gelbe, in dem Fall für Maurice Hähne. Zweite gelbe für Carl Zeiss. Die erste hatte Muyomo gesehen, der ist in der Kabine geblieben in der Pause. Jetzt also Hähne mit diesem Einsteigen gegen Abdulatif. Kommt da einfach zu spät. Entscheidung geht vollkommen in Ordnung
vom unparteiischen Christopher Gaunitz, heute in seinem 60. Regionalliga Nordostspiel. Aksakal und Jindawi. Jindawi macht's. Und gar nicht so schlecht. Starker Freistoß vom berühmten Influencer. Hat auch heute in Jena schon die Kinder und Jugendlichen begeistert. Feine Schusstechnik und dann ist es Kunz oder der Pfosten. Es ist das Aluminium. Kunz wäre da gewesen. Kraus auf Grimm. Nochmal Kraus. Herr Lutz, es sind immer diese letzten entscheidenden Bälle, die nicht kommen. Aber ich wollte noch mal zu dem Freistoß was sagen. Da war ja nicht gerade nah zum Tor. Das waren ja 22, 23 Meter. Eine wunderbare Schusstechnik. Und wenn der Ball noch ein paar Zentimeter rüber ist, ist es Tor des Monats. Oder zumindest ein Kandidat. Das sind so Aktionen, die mich freuen, weil ab und zu habe ich ja auch mal einen Freistoß schießen dürfen. Also nochmal, richtig, richtig gut und da ist kein Glück dabei, das kann der. Und deswegen vielleicht bei Standardsituationen aufpassen, wenn die nochmal einen Freistoß kriegen. Zentraler Position, da ist ja ein Kandidat. Das ist ja ein Höhepunkt und jetzt ist Kraus wieder dabei. Seit er drin ist, ist es ein bisschen mehr Stimmung. Ne? Definitiv mehr Zug bei Carl Zeiss. Strassner klärt zur Ecke. Auch er ein A-Jugendlicher. Zweites Regionalligaspiel für ihn. Petermann, der Mann für die Standardsituationen beim FCC. Ausbaufähig in Durchgang 1. Diesmal besondere Variante. Schön gespielt. Und es gibt die nächste Ecke. Aber das sind Aktionen, die brauchst du. Das ist top. Lemmel war es mit dem Abschluss. Zentraler Mittelfeldspieler. Sehr spielstark zusammen mit Petermann. Und auch durchaus torgefährlich. 8-mal hat er schon getroffen. Carl Zeiss hat sich was überlegt. Lemmel mit Petermann. Da springt er in letzter Sekunde noch mal ganz kurz auf, der Ball, deshalb nicht präzise genug. Dieses Mittelding zwischen Flanke und Abschluss. Lemmel, guter Schuss von ihm, letztlich von Haxa per Kopf zur Ecke geklärt. Der FCC in diesen Monaten die Macht von der Baustelle. Sie sind tatsächlich im eigenen Stadion seit über 14 Monaten ungeschlagen. Im Grunde seitdem hier gebaut wird, gibt es für die Gäste hier nichts zu holen. Den letzten Auswärtssieg in Jena, den gab es am 18. März 2022 durch die Hertha. Man muss ja sagen, es ist nicht so einfach, in einer Baustelle zu spielen, auch für das Heimteam. Ja, da sind die Zuschauer, die sind irgendwo jetzt woanders, dann kommen weniger Leute, weil sie sich das nicht antun wollen. Und dann immer die Konzentration zu haben. Starke Ballannahme von Verkamp. Rückpass, ja oder nein? Jena beklagt sich. Tim Goller in jedem Fall zur Stelle gegen Verkamp. Deutlich mehr Torgefahr als im ersten Abschnitt durch den FCC. Fahne bleibt unten. Letztlich kein Problem für Kevin Kunz. Petermann mit dem weiten Ball. Dann macht Verkamp das stark. Schade, er lässt ein bisschen weit über den Spann rollen. Ansonsten gute Annahme. Wenn er
Wenn er es ein bisschen weiter gerade kriegt, dann kann er direkt schießen. Dann ist es perfekt. Ja. Goller zur Stelle und dann ja, leider etwas zu früh weggeschnitten. Die Frage, bewusster Rückpass auf Goller oder nicht. Es gab in jedem Fall keinen indirekten Freistoß. Dafür gibt es jetzt den Freistoß für Carl Zeiss. Abseitsposition von Nada Jindawi. Hier haben wir es nochmal. Zweikampf geht in Ordnung, das nicht abzupfeifen aus meiner Sicht. Hüter kommt soeben vor Verkamp an den Ball. Aus meiner Sicht kein kontrollierter Rückpass, Lutz. Verkampf hat er auch das Bein gestreckt. Da muss er aufpassen, dass er da nicht den Freistoß kriegt. Also korrekt gemacht vom Schiedsrichter. Starkes Defensivverhalten von Wolf. Boah, und das muss auch gelb geben. So ist es auch. Christopher Gaunitz zückt den gelben Karton für Haxa. Schiedsrichter sehr aufmerksam, lässt das Spiel laufen, greift dann ein, wenn es muss, wie jetzt hier ganz klar. Ja. Völlig unnötig. Im Mittelfeld, unmittelbar vor den Augen des Schiedsrichters. Haxa holt sich die verdiente gelbe Karte ab. Und René Klingbeil wechselt offensiv. Dahlke kommt, der Stoßstürmer. Und Schau macht sich bereit, zentraler Mittelfeldspieler. Gibson. Carl Zeiss nutzt die Unterbrechung zum Wechsel und wir nutzen die Unterbrechung auch zum Wechsel. Altklinike gegen Rot-Weiß Erfurt mit Andreas Mann, bitte. Das wird ein zunehmend ungemütlicher Nachmittag für Rot-Weiß Erfurt. Spiek musste verletzt ausgewechselt werden. Lopez Cabral für ihn in die Partie gekommen. Und gerade hat sich auch noch der gute Kai Seidemann wehgetan am rechten Sprunggelenk und das sah nicht so richtig gut aus und deshalb wird es jetzt gleich einen zweiten verletzungsbedingten Wechsel geben. Wir haben Robbie Felsberg da unten schon kurz im Anschnitt gesehen, also zwei Spieler, die jetzt hier aus Verletzungsgründen runter müssen. Kai Seidemann, der sich ja zu Rot-Weiß Erfurt bekannt hat, seinen Vertrag verlängert hat. Und da hoffen wir natürlich, dass das jetzt zum Ende dieser Saison nicht noch in einer blöden, vielleicht längerfristigen Verletzungsgeschichte endet. Drücken wir kräftig die Daumen. Und dann kann Erfurt jetzt tauschen und bringt eben Felsberg in die Partie und dazu auch gleich noch Weinhauer, also zwei frische Kräfte bei Fabian Gerber. Jetzt kann er zumindest einmal auch taktisch eingreifen. Mal schauen, wen er rausnimmt. Offensiv darf es gerne mehr Schwung sein und man sieht da Osayaman Osabe so langsam vom Feld traben und weil auch noch Ganicha Ginola Elva auch noch bereitsteht. Also jetzt macht der Erfurter Trainer genau das Richtige. Es muss einfach ein bisschen mehr Schwung rein. Das ist schon ganz schön träge, wie die da bislang in dieser ersten Stunde Spielzeit da offensiv zu Werke gehen. Das ist nicht das Erfurter Gesicht, was wir über sehr weite Strecken dieser Saison gesehen haben. Also Weinhauer, Elva und auch Felsberg, die jetzt kommen und vielleicht und hoffentlich das RWE-Spiel so ein kleines bisschen beleben und auch irgendwie ankurbeln. Altklinike hat gar keine Mühe, noch kein gefährlicher Abschluss in der zweiten Halbzeit. Insgesamt im ganzen Spiel kein wirklich gefährlicher Abschluss von Erfurt. Also Lino Kasten
Freut sich, wenn er ab und zu mal wie jetzt den Ball am Fuß hat, aber wirklich zu tun hat er ziemlich wenig. Als Kliniker hatte eine richtig gute Konterchance nach einer Ecke von Erfurt. Ciaci auf einmal frei durch, frei vor der Kiste, dann aber mit einem Haken zu viel. Und am Ende war die gute Chance aufs 2:0 dahin. Vielleicht so eine Mannschaft, die Erfurt auch einfach nicht liegt. Hinspiel haben sie auch mit 0:2 verloren. Das 2:0 durch Mensah dann in der Nachspielzeit nach dem Zeiger, die Berliner in Führung gebracht hat. Belegu und Usan lassen den Ball immer mal wieder ganz gut laufen, bringen jetzt aber auch nicht so den Megadruck auf dem Rasen. Belegu gefoult von Mergel. Vorteil sagt der Schiedsrichter, der Ball rutscht durch und Elfmeter gibt es für diesen kleinen Faller natürlich nicht. Mergel hat vielleicht Glück, dass er im Nachgang nicht noch mit der gelben Karte bestraft wird. Arthur Mergel ist auch heute eher auf sparsamen Dienstmodus. Und so, oh, so ist das leider eine Partie, die nicht so wirklich viel Berauschendes zu bieten hat. Und das ist vom Kollegen Türpitz schon ein kleiner Anflug von Dreistigkeit gewesen, da einen Elfmeter für haben zu wollen. Der Ex-Chemnitzer, Ex-Rostocker, Ex-Magdeburger, mittlerweile eben bei der VSG Altklinike gelandet, weil die zumindest in dieser Saison noch einen ganz ordentlichen Taler bezahlen. Aber da wird ein bisschen was passieren. Es ging durch die Gerüchteküche sogar eine Auflösung bzw. ein Rückzug aus der Regionalliga Nordost. Aber das wurde vom Verein dementiert. Aber es wird darauf hinauslaufen, dass man die Ansprüche ein bisschen zurückschraubt, sicherlich auch das Budget ein bisschen zurückschraubt. Mal schauen, ob Carsten Heine diesen Weg dann künftig auch noch mitgehen wird. Also es wird ein spannender Sommer. Kaninchen, Cinola, Elba, ja, zumindest mal mit Tempo im Strafraum. Aber in der Abseitsposition, denke, korrekte Entscheidung, war da den kleinen Tick zu früh unterwegs. Der Mann von der Karibikinsel St. Lucia, einst von Freddy Bobic und dem VfB Stuttgart entdeckt, weil der mit einer kanadischen Uni-Mannschaft zu so einem Hobby-Spaß-Turnier war. Und da hat irgendeiner dem Freddy Bobic ein Video zugeschickt und Cinola Elva hat es überzeugt und durfte zum VfB. Und dann ging die Odyssee so ein bisschen los. Begnadeter Techniker, der aber oftmals auch nicht so wirklich auf Dauer mal sein Potenzial ausschöpfen konnte. Erfurt hat trotzdem dankbar zugeschlagen für die vierte Liga. Reicht das allemal? Tor in Jena! Ja, das nehmen wir doch wohlwollend zur Kenntnis, Alex. Besonders Rot-Weiß Erfurt dürfte das wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Die Hertha führt mit 1:0. Abdulatif hat gemacht. Hatte sich so nicht angedeutet. In Durchgang 2 das Team von Ante Čović. Kaum präsent, dann der starke Ball von Matibel. Einmal durchgesteckt und dann ist Carl Zeiss komplett offen. Striezel kommt nicht hinterher, Abdulatif bleibt eiskalt vor Kevin Kunz. Tja, die Hertha, die ist in überragender Verfassung. Die letzten 9 Spiele allesamt nicht verloren. Vor diesem Spieltag das 5. beste Rückrundenteam. Und sie machen auch auswärts beim FC Carl Zeiss ganz offensichtlich weiter. Mustafa Abdulatif, der Torschütze. Einmal Carl Zeiss offen und sofort bestraft. Das hat er sich aber angedeutet, auch, dass sie mehr nach vorne gemacht haben, nicht nur der Freistoß. Sie waren 2-3 Mal in abseits verdächtiger Position vorne und jetzt hat es geklappt. Und ein, muss man natürlich immer sagen, die Hertha in einer Besetzung, wo ganz junge Leute dabei sind, die alle ein bisschen Fußball spielen können. Und das haben sie bewiesen, wobei Carl Zeiss eigentlich in einer besseren Position jetzt war. Die hatten mehr Möglichkeiten. Bin mal gespannt, wie sie antworten. Wieder Eckball für Jena. Lemmel mittlerweile ausgewechselt für Schau.
ebenso wie Grimm für Dahlke. Der macht sich jetzt da vorne bereit. Der 1,94 Hühne wird gesucht und gefunden. Gefährlich wird's nicht. Also, RWE liegt hinten, Jena liegt auch hinten. Heißt, Stand jetzt Erfurt wieder Thüringens Nummer 1. Andreas Mann. Ja, und dass das die Thüringer Fanseele beschäftigt, zeigt ein Blick auf die sozialen Medien. Kann man ja, wenn man hier in der Konferenz ist, der einzig gescheite Abschluss mal in der zweiten Halbzeit jetzt von Felsberg, da auch mal schauen, wie da so die Stimmungslage ist. Und gerade auf der Facebook-Seite von Rot-Weiß Erfurt, da gibt's schon ordentlich Stunk. Da wird von Kein hat da keiner mehr Bock. Das ist ein Schlag ins Gesicht der treuen RWE-Fans. Das ist dann so der Grundtenor. Ja, also das ist schon von Bedeutung, dass die vor Jena in der Tabelle stehen. Dafür müssen sie im Moment zwar nichts machen, weil Jena eben hinten liegt, aber eigentlich müssten sie schon ein bisschen was machen. Denn es sind ja auch 200-300 mitgereist an diesem Pfingstsonntag mit in die Hauptstadt. Und allein für diese Reisegruppe sollte man sich dann schon ein bisschen mehr den Popo noch mal aufreißen in diesem letzten Saisonspiel. Vielleicht dieser Abschluss von Felsberg eine Art kleine Initialzündung für die Gäste. Ballo hat ein bisschen Platz. Mergel wäre anspielbereit auf links, aber Ballo braucht viel zu lange. Und dann gibt es den Rückweg, da ist kein Tempo drin, da ist keine Dynamik dabei. Und dann kommt so eine Halbfeldflanke und irgendwie nichts Wirkliches bei raus. Zwar noch ein Abschluss, aber das sind alles so halbgare Gelegenheiten. Ben Luka Moritz mit dieser Direktabnahme. Oh, so richtig brenzlig wird's nicht vor der Kiste von Lino Kasten. Auch so ein bisschen aus dem Zufall heraus diese Kopfballablage von Felsberg. Aber immerhin mal zwei Abschlüsse in Folge. Bei der VSG kommt jetzt der Torschütze zum 2:0 aus dem Hinspiel. Sean Mensa für Fontaine, der den Rasen verletzt. Der Mann mit der Nummer 10, offensives Mittelfeld, geht raus und ein Offensiver kommt rein in die Partie. Auch die Mannschaft von Carsten Heine reißt kein Bäumchen aus in der zweiten Halbzeit. Und so plätschert sie auch weite Strecken in der zweiten Halbzeit. Dann eben so dahin. 20 Minuten sind's noch. Vielleicht hat sich das hier rumgesprochen. Mittlerweile bis in den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Dass Jena auch zurückliegt. Dass man jetzt wieder eine ganz gute Ausgangsposition hat. Ein bisschen Abschlussschwung, ein bisschen Restfeuerwerk darf es dann gern noch sein. Auch aus neutraler Perspektive. So ist das über weite Strecken eher was für das gemütliche Essen verdauen am Sonntagnachmittag. Eine gute Balleroberung, aber dann ist Weinhauer auch so fair und spielt den Ball ins Aus. Nächste Verletzungsunterbrechung. Also, wenn wir uns auf was freuen dürfen, dann ist es vermutlich eine recht üppige Nachspielzeit. Es gab 2-3 Verletzungsunterbrechungen, auch Dirkner liegt da jetzt rum. Also 3-4 Minuten werden wir schon mal einen Nachschlag kriegen, denke ich mal. Christoph Dahlmann ist der Unparteiische. Vielleicht gibt es das ganz späte Erwachen von Fabian Gerbers-Mannen. Wäre die 7. Saisonniederlage. 9 Unentschieden haben sie gesammelt und starke 18 Siege. Am Saisonende die entscheidenden Punkte nicht gemacht. Dieses knappe Spiel in Cottbus hat dann den zarten Träumen endgültig den Garaus gemacht. Wäre natürlich ein großer Coup gewesen, als Aufsteiger direkt durchzumarschieren. Soll aber diese fantastische Saison von Rot-Weiß Erfurt überhaupt nicht schmälern. Man war ja gänzlich vom Weg abgekommen, aber man hat sich wieder zurechtgefunden im Fußballwald und ist wieder auf der richtigen Strecke unterwegs mit den beiden Gerbers.
Und diese Entwicklung gilt es beizubehalten, auch wenn es noch ein recht steiniger Weg wird. Jetzt Platz für CRC. Gute Verlagerung, die Flanke passt und der Abschluss ist ein bisschen zu schwierig. In dem Fall für Gordon Büch, aber da hat man auch mal wieder diese Qualitäten, dieses Auge, dieses fußballerische Gefühl von Tolcay Ciyerci gesehen, dass er da eben kurz den Kopf hochnimmt und dann eben sieht, dass da links der Büch völlig blank steht. Er ist der Mann, der hier bislang eben den Unterschied gemacht hat mit seinem Tor zum 1:0. Und warm ist ihm auch, mit zunehmender Spieldauer rutscht die Hose immer weiter nach oben. Wohin rutscht das Karl-Zeiss-Herz im Ernst-Abbe-Sportfeld? Alex Küpper und Lutz Lindemann. Im Moment noch nirgendwohin. Die Hertha zu harmlos in diesem Angriff. 16 Minuten noch zu spielen. Karl-Zeiss immer wieder mit Vorstößen, insbesondere durch ihn, durch Kraus, der ein starkes Spiel macht seit seiner Einwechslung. Zwingend wird es dennoch zu selten für den FCC. Und so haben wir auf beiden Plätzen die Berliner Führung gegen Thüringen. Und Lutz im Großen und Ganzen, auch wenn Jena offensiv aktiver ist, unverdient ist es nicht für die Hertha. Nein, sie setzen ja auch immer mal wieder Akzente. Hat man jetzt gesehen, zwei, drei Mal. Wobei der finale Pass, der funktioniert nicht. Das sind Reserven, die sie haben. Und bei Karl-Zeiss Jena ist es ähnlich. Es kommt über Kraus eine ganze Menge Druck. Man sieht, dass er Qualität hat. Aber er ist im Moment der Einzige, der dort diese Qualität auch nach außen und für die Mannschaft bringt, das muss man so ehrlich sagen. Was beim FCC fehlt und wo sie unbedingt ansetzen wollen in der Sommerpause, ist ein echter Knipser. Sie haben Max Grimm vorne, 19 Jahre jung, ein Saisontor. Jan Dahlke im Sommer verpflichtet, 7 Tore, ist okay. Vasilios Dedidis wird nach 16 Jahren den FCC zum BFC verlassen, 8 Tore. Das sind keine Stürmer, die dir eine Meisterschaft oder einen Aufstieg garantieren. Nein, und deswegen, ich meine, die Fans, die sind natürlich traurig gewesen, wenn so ein Eigengewächs wie Dedidis nach Berlin geht. Aber man hat diese in einer Vita natürlich die Tore in Anzahl mit den Spielen. Und das ist so, du hast keinen echten Knipser, der da 20 Tore macht. Die wird sicherlich nicht irgendwo, während die rumstehen. Aber da noch mal zu gucken, wo investiere ich noch mal Geld, das würde sich schon lohnen. So ein Format Fabian Eisele wie in der Vorsaison. Oder wir können ja mal spekulieren, Lutz, in Chemnitz, da scheint aktuell alles den Bach runterzugehen. Felix Brügmann muss gehen in Chemnitz. Die verlängern mit vielen Leistungsträgern die Verträge nicht. Er kennt Jena, hat hier schon gespielt, auch in der dritten Liga. Absolut. Realistisches gebe ich dir Szenario? Wenn einer zuhört. Da ist Kraus und das gibt's ja nicht. Jetzt 77. Mir, Minute. Jetzt ist mir das Wort. Sprechen wir gleich weiter über Brügmann. Bei dem bin ich mir sicher, der hätte den reingeköpft. Maximilian Kraus. Er hat die ähnlichen Haare wie ich. Das sieht man, das ist dann zu glatt. Also das war eine Riesenchance. Dedidis bekommt noch mal seinen Abschied im Ernst-Abbe-Sportfeld. Verkamp geht, Dedidis kommt. Mit 7 Jahren ist er zum FCC gekommen. 16 Jahre in Blau-Gelb-Weiß nehmen am heutigen Tage ein Ende. Er zukünftig für den BFC Dynamo unterwegs. Jetzt bekommt er noch mal eine knappe Viertelstunde Abschiedsveranstaltung vor den eigenen Fans. Ja, vielleicht hat er auch eine Chance im Finale. Vielleicht hat er eine Chance im Finale zu spielen, weil das ist ein Kind des Vereins, entscheidet sich für den Weggang. Und wir waren gerade vorhin bei der Situation in Chemnitz. Das tut mir persönlich sehr leid, wenn ich das lese, was da alles so kolportiert wird. Man muss mal warten. Wir haben den Verein übertragen bei dem großen Spiel gegen Aue, wo sie glänzend gespielt haben.
Und ich habe gedacht, mit dem Verein ist zu rechnen. Und wenn das natürlich jetzt nur eine halbe Wahrheit ist, dann ist es schon schlimm, was wir gelesen haben, dass so viele Spieler den Verein verlassen müssen. Große finanzielle Probleme beim FCC. Viele müssen gehen und wir sehen, wie Kraus diese 100-prozentige nicht nutzt. Der Flugkopfball-Aufsetzer übers Tor aus kürzester Distanz. Riesenszene für Carl Zeiss. Es bleibt beim 1:0 für Hertha. Kraus mit dem nächsten Antritt. Wieder Eckball. Jena drängt auf den Ausgleich. Diese Aktion durch Kraus, den Kopfball, den werden wir noch sehen bei den Kuriositäten. Irgendwann. Gut möglich. Was wir dann noch mal nach der Saison zu sehen bekommen. Wäre sein erster Treffer in diesem Kalenderjahr gewesen. Petermann. Nächster Abschluss. Wieder Brenz. Nochmal Petermann. Carl Zeiss am Drücker. 11 Minuten bleiben regulär, um das hier noch zu korrigieren. 14,5 Monate. Ungeschlagen vor den eigenen Fans. Damals war es die Hertha mit einem 1:0. Heute womöglich wieder. Gibson. Auch die Hertha bereitet den nächsten Wechsel vor. Ante Čović und hier nochmal der Eckball von Petermann. Neuzugang von Köln 2 auf Anraten des Ex-Jena-Coaches Marc Zimmermann zum FCC gekommen. Der Abschluss von Gibson, abgefälscht von der Nase von Kevin Wolf. Und dann geklärt. Also 1:0 für die Hertha. Jena braucht ein Tor, um nochmal einzugreifen ins Fernduell mit Rot-Weiß Erfurt. Altklinike bitte, Andreas Mann. Die Hertha führt in Jena, Altklinike gegen Erfurt. Na, wenn das mal nicht die tristeste Regionalliga-Konferenz der letzten Jahre wird's hier bei Sports im Osten. Aber Erfurt hatte tatsächlich einen Abschluss und zwar gar keinen so schlechten. Ganicia, Cinola, Elmar mal mit ein bisschen Energie und mit ein bisschen Power Richtung Strafraum, aber dann im Abschluss zwar satt, aber zu unpräzise, direkt auf die Fäuste von Kasten, der damit ein paar Probleme hatte, aber dann konnten sie es bereinigen. Das war aber etwa 10 Minuten vor dem Ende. Hier haben wir mal dieses Ding, dann auch das Gefährlichste. Wenn er den ins Eck bringt, kann es 1:1 stehen, so natürlich direkt in die Mitte. Gerber hat seinen letzten Joker gezogen und hat Paul Kämpfer für Abu Ballo gebracht. Das ist Mergel. Dem gelingt heute auch ganz, ganz wenig. Die Flanke ist mal nicht so schlecht und der Kopfball von Weinhauer. Zumindest steigern sie in dieser Schlussphase, 10 Minuten vor dem Ende, nochmal ihr Engagement. Aber es wird so selten zwingend. Aber vielleicht kommen sie mit einem Pfeilchen davon, wenn Jena zu Hause tatsächlich gegen die Hertha Bubis vergeigt. Dann kann Erfurt mit dieser Pleite bei der VfG Altklinike letzten Endes gut leben. Aber versöhnlich wäre das Saisonende dann natürlich nicht. Würde schon einen kleinen Knacks oder einen kleinen Dämpfer auf diese wirklich famose Saison setzen. Kein Foulspiel und Altklinike macht vielleicht den Deckel drauf. Nee. Tugay Uzan lässt den mal schön durch die Beine gleiten. Da hätten sie den Sack jetzt aber schön zugemacht. Kein Foulspiel. Bin ich beim Unparteiischen. Lopez Cabral fällt so leicht. Und dann muss man diese Zeitlupe kurz unterbrechen, weil es schon wieder im Strafraum gefährlich wurde.
in den letzten Minuten, da sind jetzt auch sämtliche taktische Zwänge irgendwie über den Haufen geworfen. Da wird jetzt einfach nur noch ein bisschen drauf losgekickt und mal schauen, was bei rumkommt. Und mit Nachspielzeit haben wir hier ja schon noch lockere 10 Minuten zu absolvieren. Starzev, der Kapitän, noch mit auslaufendem Arbeitspapier. Weinhauer bringt durchaus ein bisschen Schwung mit. Und dann gibt's einen Freistoß oder nicht, aber erstmal zwei VSG-Spieler, die da, glaube ich, ineinander gerasselt sind. Undurchsichtige Situation, auf jeden Fall wieder eine Unterbrechung und wieder mehr Nachspielzeit. Wir wollen den Ball rollen sehen und hoffen auf Tore in Jena, im besten Fall für den FCC. Gut, Erfurt tut das nicht, Alex Köpper und Lutz. Tja, und Carl Zeiss versucht es weiterhin, ohne wirklich für echte Torgefahr zu sorgen. Dahlke gerade mit einer Kopfballgelegenheit letztlich klar am Tor vorbei. Lutz, warum gelingt es Carl Zeiss nicht, hier nochmal eine richtige Schlussoffensive zu starten? Zumindest bislang. Ja, ich glaube, dass sie heute als Mannschaft nicht in der Lage sind, so viel Druck auszuüben, dass die Herthaner in der eigenen Hälfte gebunden werden. Sie haben immer wieder Möglichkeiten, die Räume zu belaufen, sich frei zu spielen. Und wenn du den Platz nicht so unter Druck setzt, dass die Räume eng sind und dass du ständig vor dem Tor auftauchst, dann erarbeitest du dir ganz wenig Chancen. Das haben wir jetzt gesehen. Auch die Genauigkeit fehlt. Der letzte Pass, das, was Fußball ausmacht, wo Qualität zu sehen ist, sieht man heute nicht. Auch nicht so sehr von den Herthanern, aber die mit ihrer jungen Mannschaft spielen sich frei im Mittelfeld, haben viel zu viel Platz. Und deswegen, ja, ist das Spiel für uns jetzt hier mit den Erwartungen eine Enttäuschung. Inwieweit ist da im Hinterkopf schon das Pokalfinale präsent? 3. Juni, Tag der Amateure, Heimspiel gegen Nordhausen. Sie können in den Pokal, in den DFB-Pokal einziehen. Extrem wichtiger Termin für Karl Zeiss. Absolut, aber heute und noch eine ganze Woche sich davon beeindruckt zu zeigen, das wäre der falsche Ansatz. Hier sieht man das. Jetzt werden sie, die draußen sie feiern, werden jetzt langsam ungeduldig. Lassen sich das nicht so sehr gefallen. Aksakal gegen Hähne. Sehr dribbelstark. Technisch beschlagen, gibt den Eckball für die Gäste, bei denen mittlerweile Ruven Wertmüller eingewechselt wurde. Besonderer Tag für ihn. Hat im August sein letztes Spiel bestritten. Fehlte danach viele, viele Monate mit Kreuzbandriss. Hier ist er. Sein Comeback. Jindawi mittlerweile mit der Kapitänsbinde. Toni Fuchs ausgewechselt. Ball im Aus. Brotlose Kunst, was Jindawi da zeigt. Ja, viel umjubelt. Bei ihm hat man das Gefühl, dass er den Ball so sehr liebt, dass er an seine Influencer-Tätigkeit denkt, die er dann den Leuten vorspielt. Also für die Mannschaft ist er nur bedingt wertvoll. Zumindest am heutigen Tage hat schon große Qualitäten und Fähigkeiten Nader Jindawi für Regionalliga-Verhältnisse. Ja, natürlich, er ist schnell, er kann dribbeln. Aber wenn es selbst weg wird, dann ist es für die Mannschaft schädlich. Schau, guter Ball. Abseits. Abseitsposition. Aber das war mal so ein Pass, der die Überraschung, dieser verdeckte. Genau das, was am heutigen Tage zu selten zu sehen war beim FC Carl Zeiss, diese besonderen Momente. Ja,
Ja, ich denke, dass der Trainer damit nicht zufrieden sein kann. Sie müssen sich schon noch mal konzentrieren, denn nächste Woche, du hast es gesagt, ist nicht nur Prestige, sondern da geht es auch um Geld. Definitiv. Teilnahme am DFB-Pokal, da geht es um sechsstellige Beträge, nur für die erste Runde. Kraus mit Petermann. Läuft nichts mehr zusammen aktuell beim FC Carl Zeiss. Tja, da schließt sich womöglich nicht nur ein Kreis. Erstes Spiel von René Klingbeil als Chefcoach zu Beginn dieses Jahres gegen Hertha 2 auswärts in Berlin 0:1 verloren. Die letzte Heimniederlage für Jena vor gut 14 Monaten 0:1 gegen Hertha 2 und Ante Čović. Passiert es heute erneut. Es wäre die dritte Jener 0:1 Niederlage gegen die Hertha in Folge. Noch ist es nicht so weit. Kopfballmöglichkeit und der Ausgleich. Maurice Hähne trifft. 90. Spielminute. Hähne mit seinem ersten Saisontor. In der letzten Minute dieser Saison. Guter Zeitpunkt, um erstmals zu treffen. Petermann mal wieder mit einer Hereingabe. Dann die Kopfballvorlage von Gibson. Und Hähne macht's dann anders als Kraus. Drückt den Ball aus Nahdistanz per Kopf über die Linie. Keine Abseitsposition von Gibson, keine Abseitsposition von Hähne. Alles sauber. Tja, Lutz, wenn kaum was läuft, dann muss es halt die Standardrichtung. Ja, selbstverständlich, und das war auch gut gemacht. Jetzt haben wir noch mal eine Minute, pass mal auf. Kommt vielleicht noch mal was. Wieder Kraus. Nachspielzeit läuft. Carl Zeiss holt ganz offensichtlich den Punkt, den es braucht, um sich vor Rot-Weiß Erfurt zu schieben. Und sie bleiben zu Hause eine ganze Saison ungeschlagen. Als einziges Team der Regionalliga Nordost ohne Heimniederlage. Der FC Carl Zeiss Jena. Wenn ihnen das gelingt, dass sie vor Rot-Weiß kommen, dann werden die Fans trotz des mäßigen Spiels total zufrieden sein. Dann ist das eingetreten, was sie wollten. Und die Erfurter, die werden natürlich damit hadern. Ganz normal. Und letztlich kann man dann Pokalsieg vorausgesetzt von einer durchaus erfolgreichen Saison in Jena sprechen. Trotz dieser Schwächephase im Herbst, mit der man sich frühzeitig nahezu gänzlich rausgenommen hat aus dem Aufstiegsrennen. Wenn man letztlich vor Erfurt landet und den Pokal holt und im DFB-Pokal starten darf, dann kann man in Jena damit leben. Hast du alles richtig gemacht aus der Sicht der Jenenser. Ist so. Und deswegen trotzdem, wenn es am Ende nur der dritte Platz ist, ist es für Rot-Weiß eine tolle Saison. Sie werden enttäuscht sein. Sie werden eine Zäsur haben. Da bin ich gespannt, was da passiert. Denn die Zuschauer, die Fans, die warten natürlich auf die neue Saison und erwarten auch, dass man um den Titel zumindest mitspielt. Wird extrem schwierig für den FC Rot-Weiß, der lange vorne mit dabei war, der durch langwierige, schwere Verletzungen aus dem Tritt gebracht wurde. Insbesondere Romario Hairula hat so sehr gefehlt über Monate, dass es Rot-Weiß Erfurt nicht gelungen ist, in der Rückrunde da weiterzumachen, weiterhin so furiosen Fußball zu spielen, wie noch vor der Winterpause. Richtig. Und es wäre ja fast schon tragisch, wenn man eine solche Fabelsaison spielt und trotzdem hinter dem alten Rivalen aus Jena landet. Stand jetzt sieht es danach aus. Jindawi nochmal als Antreiber im Kollektiv verteidigt. Kraus.
mogelt sich immer noch mal davor. Kaum Proteste beim FC Carl Zeiss. Christopher Gaunitz macht überhaupt keine Anstalten, hier auf den Punkt zu zeigen. Die Hertha mit zu schnellen Ballverlusten im Offensivspiel. Nochmal Gibson auf Dahlke. Sein Ex-Club Preußen Münster ist aufgestiegen. Hätte er natürlich gerne wiederholt. Gerne nachgeahmt, so muss man sagen, mit dem FC Carl Zeiss. Jan Dahlke, 7 Tore hat er gemacht. Lange Zeit im Zweikampf mit Dedidis um den Mittelstürmerposten. Auch er wird sich steigern müssen in der neuen Saison, was die Ausbeute anbetrifft. Definitiv, insbesondere wenn der Knipser dann tatsächlich kommt. Felix Brückmann oder wer auch immer. Ja, der wäre eine Variante, muss man noch mal sagen. So, 1:1, hier ist es vorbei. Carl Zeiss bleibt eine ganze Saison zu Hause ungeschlagen und schiebt sich, Stand jetzt, vor Rot-Weiß Erfurt. Schlussphase in Berlin, Andreas Mann. Die letzten Zuckungen. Und jetzt ist Schluss. 3 Minuten Nachspielzeit gab's und Erfurt verliert mit 0:1 bei der VSG Altklinike. Boah, das war ganz schön dünne, mein lieber RWE. Also hinten raus in der ersten Minute der Nachspielzeit. Caniccia, Ginola, Elva nochmal frei vor der Kiste. Entscheidet sich für den Heber, aber setzt ihn deutlich zu hoch an. Und das war's dann. Ein ganz schwacher Auftritt von Rot-Weiß Erfurt. Und das ist dann schon ein Schandfleck am Ende dieser Saison. Es bleibt bei 63 Punkten. Das ist grundsätzlich super für einen Aufsteiger. Aber es ist dann eben dann doch diese bittere Pille und diese Zusatznote, die schmerzt, dass du jetzt am letzten Spieltag noch Rang 2 an den FC Carl Zeiss Jena abgibst. Carsten Heine und Co. schlagen 2:0 den FC Rot-Weiß Erfurt. Einen starken Moment hatten sie, den haben sie genutzt. Ansonsten war es auch von der VSG wirklich kein feines Fußballspiel. Also das ist eine Partie gewesen, von der sie ihren Enkelkindern nicht erzählen müssen. Da gibt es relativ wenig Erfreuliches zu berichten. Da haben wir alle schon viel schönere Fußballspiele gesehen. Aber so ist das eben. Zum Ende so einer Saison. Das war kräfteraubend. Das hat Energie gekostet. Und jetzt freuen sich, glaube ich, alle auf die Sommerpause. Es ist vor allem ärgerlich für die mitgereisten Fans und vor allem für den Anhang von RWE, die das sich schon zu Herzen nehmen. Aber mein Gott, das wird mal heute ein kleines bisschen Frust sein. Aber dann wird man sich trotzdem freuen können über eine tolle Saison. René Kindermann, dein Lieferservice, naja, der bekommt nicht so die allerbeste Bewertung von mir. Zumindest in der Hauptstadt ist nichts angekommen. Ja, ja, du hast völlig recht. Man gibt irgendwie eine schlechte Google-Bewertung an der Stelle. Schade drum. Das sind nochmal die Ergebnisse. Danke, Andreas Mann. Das sind nochmal die Ergebnisse. Also 1:1 Jena und 0:1 aus Erfurter Sicht. Das Duell, was Andreas gerade nochmal beendet hat. Wir schauen weiter in der Regionalliga. Meusewitz bleibt ja in der Liga, aber sie brauchen einen neuen Cheftrainer, weil Interimscoach Christian Hanne in die zweite Reihe will, heute nicht dabei ist, aus gesundheitlichen Gründen. Am Dienstag, so hören wir, soll es eine Verlautbarung geben, wer der neue Cheftrainer in Meusewitz werden wird. Heute zum Saisonabschluss ist der Greifswalder FC in Meusewitz zu Gast. Und Jeremia Stiel zeigt Ihnen die Höhepunkte des Spiels. So sieht's aus, René. Die finale Trainerentscheidung soll am kommenden Dienstag bekannt gegeben werden. Heute will man sich mit 3 Punkten und Freibier nach dem Spiel bei den Fans in den Sommer verabschieden. Und so legten die Zipzendorfer in Rot auch los. Es dauerte 25 Minuten bis zum ersten Highlight. Dann schön abgelegt und was für ein Strahl. Fischer, der hämmert den Ball genau ins Eck. 25. Spielminute. 1:0 für Meusewitz durch Louis Fischer. Keine Abwehrmöglichkeit bei diesem Schuss für Schneider im Tor. Mit 1:0 ging es auch in die Pause. Bei bestem Wetter und der Halbzeitführung schmeckt das Bier gleich doppelt gut. Kurz nach Wiederanpfiff machen die Hausherren munter weiter. Martinez, Schätzle und dann Fabian Stenzel mit der Chance aufs 2:0. Nach knapp einer Stunde war dann auch Schluss für ihn. Der 36-jährige Stenzel beendet heute seine Karriere und wird verabschiedet. Für ihn neu im Spiel der 20-jährige Till Jacobi und der ist gleich mal im Blickpunkt.
Fischer mit dem Ballgewinn. Bringt den Ball rein. Martinez legt schön ab auf Till Jakobi. Mit dem 2:0. Der Generationswechsel in Meuselwitz ist im vollen Gange. Toll herausgespielt vom ZFC. Und Jakobi bleibt cool. 10 Minuten vor dem Schluss. Dann nochmal die Zitzendorfer. Wuseln sich da durch den 16er. Flanke von Pistol und Anthony Syre köpft den Ball ins eigene Tor. 3:0 für die Hausherren. Eckert hätte ihn wohl sonst selbst reingemacht. Immer noch nicht Schluss auf der Glaser Kuppe. Armer Katric mit dem Ball am Fuß. Bekommt ihn dann nochmal zurück und vollendet zum 4:0 Endstand. Das war's dann auch. Armer Katric, vollendet, gekonnt. Meuselwitz gewinnt deutlich gegen Greifswald und feiert den Saisonabschluss. Dankeschön, also deutliches Ergebnis am Ende. Wir steigen ein in das Fernduell zwischen den Pokalfinalisten in Sachsen. Lok Leipzig und der Chemnitzer FC. In einer Woche treffen sie aufeinander. Es geht dann um den Pokal und natürlich auch um die Teilnahme am DFB-Pokal. Wir starten mit Lok Leipzig. Die sind heute in Richtung Pokalhauptstadt Berlin. Ja, so ungefähr. Also sind dann nach Potsdam abgebogen, um genauer gesagt nach Babelsberg zu fahren. Stefan Weitling hat das Spiel gesehen. Die 60-Punkte-Marke knacken und Tabellenplatz 4 verteidigen. Das sind die beiden Ziele heute von Lok Leipzig. Die Unterstützung von den Rängen wie immer top. Lok heute ohne den verletzten Top-Torjäger Ziane. Erste Ecke, 8. Minute. Wufak zurück zu Grimm. Wilton verlängert unfreiwillig auf Luca Sirch. Den wollen sie in Leipzig unbedingt halten. Sehr munteres Spiel zu Beginn. Babelsberg verteidigt sehr weit von, will Fehler von Lok provozieren, aber die lösen sich spielerisch. Klasse aus der Umklammerung. Abderrahmane, tolle Übersicht. Und von rechts saust gleich Ogbidi rein ins Bild. Theo Ogbidi. Auch mit ihm will Lok verlängern. 15. Minute, schneller Einwurf, Wufak. Ogbidi, der kann auch nur schnell. Danko überfordert. Und da ist Atigan. Osman. Atigan. 1-0. 11. Saisontor. Auch sein Vertrag läuft aus. Und auch ihn wollen sie weiter binden. Entscheidend Ogbidis hohes Tempo. So kann er die Hereingabe bringen. Atigan zeigt sein ganzes technisches Kapital. Der Abschluss überraschend für Haram ins kurze Eck. Lok weiter mit ganz viel Spielfreude. Und immer wieder geht's über die linke Babelsberger Abwehrseite. Denn da ist oft kein Gegenspieler für Ogbidi. Ogbidi, Winkel ist spitz. Haran mit klasse Fußparade. Die Gäste haben hier alles im Griff. Von wegen Dogan, schlampig. Steinborn sieht Fran. Çakmak läuft in Position. Beste Chance für den Tabellenzehnten, der mit einem Sieg noch Chemnitz in der Tabelle überholen könnte. Fran, wunderbar getimt dieser Kopfball. Und Dogan wehrt die Kugel dann etwas glücklich mit der rechten Wade ab. Babelsberg jetzt besser im Spiel. Wieder Tahsin Çakmak. 6 Saisontore für den bislang auffälligsten Babelsberger. Almedin Shiva, 20 Jahre als Spieler, Sportdirektor und Trainer für Babelsberg aktiv, sieht in Halbzeit 2 weiter sein Team in der Defensive. Rausch! Und Dogan, der Schwung der ersten 20 Minuten ist längst weg bei Leipzig, die mittelfristig raus wollen aus der Regionalliga. Das hat Präsident Kracht unter der Woche betont. Wieder Babelsberg, na klar mit Çakmak, kann er deutlich besser, der ehemalige türkische Junioren-Nationalspieler. 59. Minute, Babelsberg hat alles zugestellt. Deshalb dieser kluge, lange Ball auf Ogbidi. Danko hechelt wieder nur hinterher Ogbidi. Atilgan, 2-0. Erneut eine Ogbidi-Atilgan-Kombination. Die beiden fast an der Hälfte aller Leipziger Saisontore beteiligt. Kein Wunder, dass sie bleiben sollen. Gute Phase jetzt der Leipziger. Egilseder. Grimm, den hat er noch. Und dann hat er noch die Übersicht für Heinke. 3-0. 2. Saisontor für den Defensivmann.
Klasse die Vorarbeit von Grimm. Schlussphase. Babelsberg wehrt sich zumindest. Und den hier, den kennen Sie schon. Çakmak mit der letzten Chance des Spiels. Danach ist Schluss. Lok gewinnt das Saisonfinale in Babelsberg mit 3:0 und beendet die Spielzeit damit auf Tabellenplatz 4. Perfektes Warmlaufen fürs Pokalfinale. Seit dieser Woche ist dann noch eine große Diskussion um den Austragungsort entstanden. Das Losglück war ja auf Seiten der Leipziger. Aber die Polizei meldet Mitspracherecht und Überforderung an für das kommende Wochenende in Leipzig. Die finale Entscheidung zum Austragungsort soll wohl am kommenden Dienstag fallen. Fest steht, dass der CFC gegen Lok Leipzig spielen wird. Und so ist es auch für die Himmelblauen heute das große Warm- und Schaulaufen vor dem Pokalfinale. Viktoria Berlin ist zu Gast in Chemnitz. Und wir schauen jetzt erstmal auf den Sport, der da heute geboten wurde in Chemnitz. Julian Wiegmann tut das für uns. Polster raus, der CFC-Anhang macht schon vor Abpfiff seinen Unmut über die verkorkste Saison gegen Vorstandsvorsitzende Rumi Polster deutlich. Es liegen unruhige Monate hinter und vor dem CFC. Es wird Veränderungen geben müssen, kurzfristig aber erst einmal sportlich im letzten Spiel. Christian Tiffert wechselt im Vergleich zum Spiel bei Herthas Zweiter auf drei Positionen. Kampulka, Berger, Eppendorfer rein für Pribanovic, Schreiber und Kurz. In den letzten vier Spielen kassierte Chemnitz frühe Gegentore. Heute suchen sie mal das Heil in der Offensive. Offensive erste Chance durch Robert Ziegert nach 9 Minuten. Und nur eine Minute später, der CFC fast schon ungewohnt druckvoll. Kirchicek auf Brückmann, Chemnitz bester Torschütze. Der sieht in der Mitte Keller, Pirouette im Strafraum und rein das Ding. 1:0 Chemnitz nach 10 Minuten, Stanley Keller. Schon das wichtige 1:1 bei Lok Leipzig geschossen. Keine Chance für Maximilian Kinzig im Viktoriakasten, weil Gunte, Günay und Toruglu ihm die Sicht versperren. Das Hinspiel gewann Viktoria Berlin mit 3:0. Jetzt stehen sie unter Druck, auch wenn es für die Berliner in der Liga um nichts mehr geht. Vorsichtige Annäherungsversuche an Jakub Jakubow, der heute also auch sein letztes Ligaspiel im CFC-Trikot macht. Berg-Inala mit dem Streifschüsschen. Das Spiel wird danach aber doch eher ein mittelmäßiger Regionalliga-Kick. Kurz vor der Pause nochmal der CFC. Kirchicek. Furkan Kirchicek gegen Kinzig, aber auch der Versuch symptomatisch für die Himmelblauen. Die Offensive gewinnt Spiele, die defensive Meisterschaften ist leider nicht immer so. Zwar kassierte Himmelblau so wenig Tore wie seit 12 Jahren nicht mehr, dafür war es aber vorne umso dünner. Weniger Torjubel gab es zuletzt 2015. Halbzeit 1:0. Christian Tiffert, er will in Chemnitz bleiben, den Neuaufbau gestalten. Viktoria kommt besser in den zweiten Abschnitt, probiert es oft mit langen, eher ziellosen Dumpen-Chase-Bällen nach vorne. Aber wenn sie kombinieren, dann wird es gefährlich. Der eingewechselte Ock Beize in die Lücke. Auf Seifert, aber der scheitert an Jakubow. Die anschließende Ecke brachte nichts Zeigbares hervor. Knapp 3000 sehen ein Chemnitzer FC, der sich immer weiter zurückzieht, kaum noch nach vorne arbeitet. Wir sind tief in der zweiten Hälfte und ausnahmsweise auch mal tief in der Berliner Spielhälfte. Tobias Müller auf Berger. Der schaut, der sieht, der flankt auf Stanley Keller. Etwas zu nah vor Kinzig, endlich aber mal wieder eine sehenswerte Chance in Himmelblau. Schnell aber rüber auf die andere Seite, weil Viktoria das Spiel immer schneller macht. Ock Beize auf Harris. Und wieder hält Jakubow. Der hat so gar keine Lust, heute mal nach hinten zu greifen. Nur 2 Minuten später, wir schreiben die 70. Chemnitz wird kraftlos. Da geht kaum noch einer so richtig hin. Das ist Ibar May auf Deal. Und wieder Harris. Und er wird dann doch nochmal gefährlich. Chemnitz geht auf dem Zahnfleisch. Da geht nichts mehr. Dafür bei Berlin. Wieder über Harris. Harris setzt sich durch. Kein Foul gegen Jakubow. Einer, der den CFC verlassen wird, der hält die Null. Der hält den ersten Ligasieg seit über einem Monat, denn danach ist Schluss. Und trotz allem, es könnte noch einen halbwegs versöhnlichen Saisonabschluss geben im Landespokalfinale gegen Lok Leipzig.
Aber Sie haben es gehört am Anfang des Beitrags von Herrn Wiegmann. Polster-Rausrufe. Sie haben das Plakat gleich gesehen. Hinter dem Tor, nichts ist größer als der Verein. Natürlich war die Finanzlage des CFC das Top-Stadiongespräch auch heute. Es sind jede Menge Ungereimtheiten ans Tageslicht gekommen. Wir haben mit CFC-Insidern gesprochen und es soll sich um eine Finanzlücke von 600.000 Euro handeln. Vieles scheint in der Entscheidungsgewalt der mächtigen Präsidentin zu liegen und auch Geschäftsführer Marc Arnold scheint keine gute Figur zu machen. Peer von der Wühlbecke fasst Vorwürfe und Fakten mal zusammen. März 2021. Die Insolvenz des Chemnitzer FC ist beendet. Auch dank Spenden der Mitglieder in Höhe von 450.000 Euro. Wir haben hoffentlich jetzt mit diesem Schritt aus der Insolvenz auch das Gefühl vermitteln können, wir sind wieder da, der CFC ist wieder da. Und er will seriös wirtschaften. Ja, wir müssen uns in allererster Linie um unsere Finanzen kümmern. Das ist das Urthema, wo wir ganz kritisch und unsere wirtschaftlichen Entscheidungen dahingehend immer prüfen müssen. Aber schon in der darauffolgenden Saison 2021-22 hat der CFC mit einem Minus von knapp 350.000 Euro abgeschlossen. Vielleicht hat man darauf nicht so sehr geachtet, weil man ja schon zum Saisonbeginn das Hammerspiel im DFB-Pokal hatte gegen den Bundesligisten Union Berlin. Volle Hütte, tolles Spiel, Niederlage erst in der Verlängerung. Union feiert, Chemnitz verständlicherweise enttäuscht. Sportlich und auch finanziell. Denn im Catering hat der Chemnitzer FC nur 2.500 Euro verdient, weil die Erlöse laut Vertrag gedeckelt waren. Wir haben uns mit einem CFC-Insider getroffen, der nicht erkannt werden will. Er spricht beim Catering von Eigeninteressen. Das Eigeninteresse von wem? Von der Vereinsvorsitzenden, die entsprechend als Prokuristin in der GmbH auftritt und zugleich ihre eigenen Interessen der Firma vertritt, Polster Catering. Wer hätte da tätig werden müssen? Wer hätte neu verhandeln müssen im Sinne des Chemnitzer FC? Der dafür eingesetzte Geschäftsführer, in dem Fall der Herr Arnold. Marc Arnold ist seit Anfang März 2021 Geschäftsführer der Chemnitzer FC Fußball GmbH und damit verantwortlich für den Sport und auch die Finanzen, die im Moment dramatisch aussehen. Und wenn man auf die laufende Saison schaut, hätte man da zur Halbserie schon sehen können, wo es hingeht? Definitiv, denn wer genau die Zahlen zur Mitgliederversammlung verfolgt hat, hätte beim Blick auf die Bilanz feststellen können, dass bei diesem Wirtschaften nicht allzu lang Eigenkapital vorhanden ist. Und der Verein in diese Situation rutschen wird, in der er jetzt steckt. Wie kann so eine Fehlentwicklung nicht entdeckt werden? Wie haben Sie da eine Erklärung dafür? Ja, indem man Doppelfunktionen schafft innerhalb des Vereins. Also Personen mit verschiedenen Funktionen ausstattet und diese Funktion ausnutzt, um, ja, ich unterstelle einmal, Fehlinformationen bewusst weiterzutragen, um die Gremien in Ruhe zu wiegen, obwohl die Situation in der Realität ganz anders aussieht. Das ist in Chemnitz das Hauptproblem. Schauen wir uns einfach mal die Funktionen von Romy Polster, Marc Arnold und Grit Hoffmann an. Polster ist Vorstandsvorsitzende im Verein, sie verfügt über Prokura in der GmbH und ist als Investorin in der Gesellschafterversammlung. Marc Arnold ist Geschäftsführer der GmbH und gleichzeitig Mitglied im Vorstand des Vereins. Grit Hoffmann ist im Aufsichtsrat des Vereins, verfügt über Prokura in der GmbH und vertritt den Investor Niles Simmons-Hegenscheid in der Gesellschafterversammlung. Dem Traditionsverein steht ein harter Umbruch bevor, sportlich, aber auch strukturell. Ob Romy Polster diesen Umbruch vollziehen kann, bleibt abzuwarten. Schwierige Zeiten beim CFC. Natürlich haben wir das alles für Sie nochmal auf unseren Internetseiten zusammengefasst. mdr.de/sport, dann in die Regionalliga reingucken. Und da gibt es alles natürlich auch zu finden, alles in der Sport im Osten App. Gern runterladen, kostenfrei und dann reinschauen. Wir kommen zum nächsten Fußballspiel. Der FC Energie Cottbus hat es geschafft, ist Regionalligameister geworden. Die Pokalübergabe und die Feierlichkeiten gab es schon vor einer Woche beim Heimsieg über Babelsberg. Aber so richtig ernst wird es erst jetzt. Heute bei Chemie Leipzig wollen sie Schwung nehmen und sich gut vorbereiten auf die drei wichtigsten Spiele der Saison. Florian Weichert mit der Partie des Meisters in Leipzig. Zwei Relegationsspiele und zuvor ein Landespokalspiel stehen für Pele Wollitz und seine Cottbusser an. Deshalb schont er heute einen Großteil des Stammpersonals, während sich Chemie Leipzig von dieser Saison verabschiedet mit einer ungewöhnlichen Aktion. Habe ich so auch noch nie gesehen. Vor dem Spiel gehen die Jungs in den Fanblock und gemeinsam feiert man sich für den Zusammenhalt. Partie beginnt mal eben 20 Minuten später. Dann ging es irgendwann auch sportlich zur Sache.
sehr zur Freude der mitgereisten Cottbuser Fans. Und Schiri Chris Rauschenbach zeigte viel Geduld. Und nach 22 Minuten auf dem Punkt, was war passiert? Es gibt Elfmeter nach einem Foul an Meder. Es war die erste richtig gefährliche Aktion in diesem Spiel. Und sie bringt Chemie an den Strafstoß ein. Mast scheitert gegen Sebald. Cottbus, Keeper hält, ahnt die Ecke und bewahrt Energie vor dem Rückstand. Halb hoch, nicht platziert genug. Da hat man nur eine Chance, wenn der Keeper sich verspekuliert. Von Cottbus neu zusammengestellter Startelf. Geht kaum Torgefahr aus. Energie ließ Chemie in Ruhe aufbauen. Surek mit langem Ball in die Spitze. Hildebrand mit einem Stockfehler. Und Mauer bekommt die Chance. Doch das 1:0 ist es nicht, weil wieder Sebald seine Finger mit dem Spiel hat. Diesmal mit Fußparade klärt. Cottbus kommt nicht rein in die Partie. Jegliches Bemühen, vorn Druck zu erzeugen, verpufft im Mittelfeld. Mauer holt sich da den Ball, nimmt Buri mit. Schiri Rauschenberg lässt weiterlaufen. Vorteil für die Gastgeber, die jetzt über rechts Brückmann ins Spiel mitnehmen. Und der sucht Kirstein. Der Abschluss per Kopf über das Tor. War auch die letzte Szene vor der Pause. Bislang keine Tore, dürfte Jagatic nicht schmecken. Nach dem Wechsel die Gäste aktiver. Kujovic mit Milde und der Heike. Ball ist drüber. Es war die erste torgefährliche Aktion von Energie Cottbus. Nach 55 Minuten hätte nicht gezählt, weil abseits. Dann Ecke auf der anderen Seite. Mast steht da bereits, kurz ausgeführt. Brückmann verschafft sich da Platz zum Flanken. Und wieder Kirstein per Kopf. Wieder ist Sebald da. Hoschik setzt da nochmal nach, aber der Cottbuser Keeper bleibt stabil, hält die Partie weiter offen. Es geht in die Schlussphase. Ecke für den Regionalligameister, der sich heute wirklich auf das Nötigste beschränkt. Bellot ohne Probleme will das Spiel schnell machen und wird von Slama daran gehindert. Der hatte schon gelb und muss somit runter. Die letzten 9 Minuten plus Nachspielzeit. Cottbus also in Unterzahl. Aber diese überstehen sie schadlos, sodass es beim stimmungsvollen, torlosen Spiel zwischen Chemie Leipzig und Energie Cottbus bleibt. Am Ende noch ein Zwist zwischen Jagatic und Wollitz, der mit der gelb-roten Karte nicht einverstanden war. Das war's hier aus Leipzig. Was denn da los gewesen nach so einem Ergebnis? Meine Güte. Aber auch heute ist immer noch nicht klar übrigens, gegen wen Cottbus die beiden Aufstiegsspiele bestreiten wird. Unterhaching, der Meister der Regionalliga, hat noch immer nicht gesagt, ob er sich der Aufgabe Dritte Liga gewachsen sieht. Es bleibt eine Hängepartie, obwohl die Entscheidung schon längst hätte gefallen sein sollen. Mal gucken, was in der nächsten Woche da passiert. Jetzt gucken wir erstmal gemeinsam auf die Ergebnisse der Regionalliga von heute. Und der Abschlusstabelle natürlich. Aber Ergebnisse erstmal. Also Altenike mit 1:0-Sieg gegen Erfurt. Dann haben wir das 1:1, Jena gegen Hertha 2, haben wir Ihnen beides gezeigt. Der CFC gewinnt gegen Berlin. Chemie 0:0 mit dem kleinen Kopfgetakel da zwischen den beiden Trainern gegen Cottbus. Dann haben wir den 3:0-Sieg von Leipzig in Babelsberg-Meuselwitz mit dem 4:0-Kantersieg gegen Greifswald. Dann Luckenwalde mit dem 2:0 gegen Halberstadt. Lichtenberg 3:3 gegen den BFC. Und dann haben wir noch den Berliner AK mit dem 4:3 gegen Tennis Borussia Berlin. In der Tabelle, Abschlusstabelle, das ist das finale Ding. Cottbus mit 70 Punkten, der Meister. Dahinter Jena, dahinter Erfurt. Also Jena, die beste Mannschaft in Thüringen. Thüringen Meister inoffiziell. Dann Lok Leipzig, auch schon hinten dran. Der BFC auf 6. Chemie Leipzig, Top-Platzierung mit 7, der CFC. Bei all den Sachen, die neben dem Platz passieren, Platz 8 ist super. In der zweiten Hälfte der Tabelle gucken wir uns mal den Abstiegskeller an. Also klar ist, TB steigt ab. Klar wird wahrscheinlich auch sein, Halberstadt wird die Liga nicht halten können. Lichtenberg ist der große Knackpunkt. Was passiert da eigentlich, wenn Cottbus hochgeht und mit all den Eventualitäten? Also da gibt es noch eine Menge zu besprechen. Meuselwitz wahrscheinlich oder sehr, sehr wahrscheinlich oder ganz klar, ehrlicherweise, bleibt in der Liga drin. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie sieht denn eigentlich diese neue Regionalliga dann aus in der Spielzeit 23-24? Wir können Ihnen mal sagen, das sind die Mannschaften aus dem Sendegebiet des Mitteldeutschen Rundfunks, die drin sein werden. Also Zwickau kommt leider, muss man sagen, runter.
Rot-Weiß Erfurt mit dem neuen Versuch, ganz oben anzugreifen. Jena bleibt drin. Leipzig und Chemie Leipzig, der CFC und Meuselwitz sind in der Liga drin. Und hier ist das große Fragezeichen. Aus der Oberliga Süd, sie sind momentan Tabellenführer der FC Eilenburg, brauchen noch einen Punkt aus zwei letzten Spielen, dann sind sie auch hier mit dabei. Und klar ist, Oberliga Nord, da kommt Hansa 2 mit hoch in die Regionalliga. Wird eine spannende Angelegenheit. Ab Ende Juli sind sie dann wieder hier bei uns bestens informiert. Und jetzt wollen wir in Sachen bestens informiert weitermachen. Und zwar, na klar, hatten es ja versprochen, die Ladies Tour in Thüringen. Es geht darum, wer wird denn nun A, die letzte Etappe gewinnen und B, wer wird denn am Ende das gelbe Trikot für sich beanspruchen? Es ist unglaublich knapp. Drei Damen, 4 Sekunden und 2 Frauen, die Ihnen das jetzt nahebringen. Eike Papsdorf und Hanka Kupfernagel. Vielen Dank, René. Hier in Mühlhausen entscheidet sich heute diese Tour. Das ist der Finalort der 35. Auflage. Und das der Blick aufs Klassement. Lorena Wiebes, die Weltranglisten-Erste, führt zeitgleich mit Mischa Bredewold. Lotte Kopecky, die große Belgierin, liegt 4 Sekunden dahinter auf Platz 3. Ja, diese drei werden den Toursieg unter sich ausmachen. Eine Rarität, alle drei gehören zur selben Mannschaft. Lorena Wiebes im gelben Trikot. Sie ist die aktuelle Europameisterin. Vielleicht erinnern Sie sich an das Straßenrennen bei den European Championships in München vergangenen Sommer. Da war sie erfolgreich. Heute ist sie zum ersten Mal bei dieser Rundfahrt Trägerin des gelben Trikots. Alle wichtigen Fahrerinnen sind hier vorn positioniert. Gute 37 Kilometer vor dem Ziel. Eine Sprintwertung steht noch aus, die einzige dieser heutigen letzten Etappe der Lotto Ladies Tour. Hohes Tempo jetzt im Feld, wo es wieder zurück nach Mühlhausen geht. Heute Mittag war hier der Startschuss gefallen und jetzt gibt es im Zielbereich hier die erste Sprintwertung. Pures Taktieren jetzt der Mannschaften ist doch klar. Jeder versucht, seine Fahrerin gut in Position zu bringen. Denn diese Sprintwertung zählt doppelt. 6 Sekunden Zeitgutschrift gibt es für die, die diese Wertung erfolgreich bestreiten kann. Mühlhausen, mittelalterliche Reichsstadt. 36.000 Einwohner im Nordwesten Thüringens. Erlebt ein Finale Furioso bei dieser Lotto Ladies Tour. SD Works vorn vertreten mit Barbara Guariski, die hier viel Führungsarbeit macht. Und wir sehen auch im blauen Trikot mit langem braunem Zopf und weißem Helm, das ist Laura Süßemilch, die deutsche Fahrerin, die hier arbeitet für ihre Teamkollegin, für Christina Schweinberger. Die österreichische Meisterin ist 5. in der Gesamtwertung und die möchte hier natürlich auch sich noch mal vorn zeigen. Also, Laura Süßemilch sehen wir im Bild, aber sie dreht sich um, weil natürlich die anderen ranfahren. Ganz, ganz schnell unterwegs, Hanka, jetzt eine entscheidende Phase hier, 500 Meter vor der Sprintwertung. Ja, da hat Laura einfach so gut angefahren, dass sie ihre Teamkollegin, für die das gegolten war, vom Hinterrad verloren hat. Jetzt die Australierin, die Starken vom Team Jayco, übernehmen die Führung und bereiten diese Sprintwertung vor. Noch 150 Meter bis zum Ziel, bis zur Zieleinfahrt. Und da sehen wir das pinkfarbene Trikot von Lotte Kopecky, die sich einfach mal aus der dritten Reihe... Jetzt war es ein bisschen verwackelt, ne, Hanka? Aber ich glaube, im Umschnitt jetzt gleich wird man sehen, hoffentlich, wer da vorn war. Und hier sehen wir links, wie du es gesagt hast, Lotte Kopecky, die Belgierin. Sie hatte einfach die endschnellen Beine und hat sich somit diese 6 Sekunden gesichert und ist damit jetzt mit 2 Sekunden Vorsprung virtuell im gelben Trikot. Genau. Zweite, Ruby Roseman Gannon, die starke Australierin, die wir hinter ihr sehen vom Team Jayco. Und dahinter im weißen Trikot die österreichische Meisterin Christina Schweinberger, die hier eine tolle Rundfahrt fährt, ohnehin eine sehr erfolgreiche Saison bestreitet. Ja, sie hat schon ganz tolle Rennen im Frühjahr
ganz tolle Ergebnisse bei den Klassikern. 17. Paris-Roubaix und 5. bei Ronde von Drenthe. Und hier die junge Holländerin. Rosita Reinhout hilft der Frau in Gelb, ihrer Landsfrau Lorena Wiebes. Diese beiden setzen sich jetzt tatsächlich vom Peloton ab. Versuchen es mal, schauen mal, wie weit sie kommen. Ja, und hier sehen wir aber schon den unfassbaren Antritt von Lotte Kopecky. Sie im pinkfarbenen Trikot, der Sprintstärksten, wir haben es gesagt, virtuell jetzt im gelben Trikot, mit leichten Vorteilen, die Belgierinnen in dieser entscheidenden Rennphase. Sie will, unglaublich. Sie will das Rennen unbedingt gewinnen. Also was wir jetzt gerade nicht gesehen haben, Lorena Wiebes hat ganz lange Führungsarbeit gemacht, war eben in dieser Attacke mit ein paar Sekunden Vorsprung und dann kam diese unglaublich krasse Attacke von Lotte Kopecky hier an diesem steilen Anstieg. Und sie ist ja auch eine sehr hervorragende Einzelzeitfahrerin und hat jetzt noch nur noch 6 Kilometer bis ins Ziel. Das wird sie sich nicht mehr nehmen lassen. Es wäre ja auch irgendwie folgerichtig, wenn man sich die Geschichte dieser Rundfahrt in dieser Woche anschaut. Ihre 4 Teamkolleginnen, die konnten jeweils schon einen Etappensieg feiern. Der Logik nach wäre sie heute dran, die Belgierin. Und das wäre dann natürlich gleichbedeutend mit dem Gesamtsieg. Ja, mit der Startnummer 13, die hier offensichtlich eine Glückszahl ist, fährt Lotte Kopecky mit echt einem sehr starken Tritt dem Ziel entgegen. Nur noch 5,7 Kilometer. Hinten hat sie noch 4 Teamkolleginnen, die ihr den Rücken frei halten und eventuelle Attacken und Ausreißer wieder zurückholen können. Aber sie hat hier so ein hohes Tempo, das ist wirklich beeindruckend am letzten Tag dieser doch sehr schweren Rundfahrt. Sie hat viel gearbeitet in den vergangenen Tagen. Wir hatten es immer mal wieder angedeutet, die 27-Jährige aus Belgien, die so sprintstark ist, die dieses Jahr genauso wie im Jahr davor die Flandern-Rundfahrt, den großen Frühjahrsklassiker, für sich entscheiden konnte. Ja, mit Lorena Wiebes und Lotte Kopecky haben wir wirklich 2 Weltstars hier in Thüringen am Start. Und die sind in Belgien, können die keinen Meter gehen, ohne erkannt zu werden. Aber hier im Feld sehen wir auch sehr schön, da ist noch nicht alles abgeschlossen. Da will sich die eine oder andere noch mal zeigen und noch eine Attacke fahren. Lorena Wiebes vorne mit dabei in Gelb. Sie will ihr Trikot natürlich nicht mehr hergeben auf dieser letzten Etappe, ist doch klar. Sie schließt sich jetzt der Arkea-Fahrerin an und versucht, die Lücke zu Lotte Kopecky wieder zuzufahren. 1 Minute, gut ihr Vorsprung jetzt. Gute 4 Kilometer vor dem Ziel in Mühlhausen. Auch eine erfolgreiche Bahnfahrerin, auch in diesem Jahr schon wieder erfolgreich gewesen. EM-Gold auf der Bahn im Ausscheidungsrennen für Lotte Kopecky. Ja, sie ist auch ein wirklich gutes Allround-Talent, fährt Bahn und Straße auf sehr, sehr hohen Niveau. Hier sieht man nochmal, sehen Sie da hinten, ganz rechts unten am Ortseingangsschild, da ist Lotte Kopecky. Was sie für einen Punch da mitbringt und ruckzuck schließt sie die Lücke zu ihrer Teamkollegin. Und ich dachte erst noch, die fahren jetzt gemeinsam zu zweit weiter. Aber Lorena Wiebes im goldgelben Trikot der Lotto Thüringen Ladies Tour hatte einfach im Vorfeld schon so viel gearbeitet, dass sie jetzt ihre Lieber sagt, mach das Ding allein. Das schaffst du auch so, ohne mich. Die Teamtaktik, die ist uns natürlich nicht bekannt. Vielleicht verraten sie es im Anschluss in den Interviews, je nachdem, wie diese Rundfahrt hier ausgeht. Wer weiß, was die sportliche Leitung den besten Fahrerinnen mit auf den Weg gegeben hat. Vielleicht haben sie gesagt, schaut mal, wer sich am besten fühlt, der versucht es einfach und versucht, diese Tour für sich zu entscheiden. Auch eine starke Fahrerin, Romy Kasper, die jetzt hier mit dem Ellbogen anzeigt, ich bin fertig mit meiner Führung, geht ihr auch mal in den Wind. Romy Kasper auch immer wieder zu sehen. Die beste für das Deutsche. Beste Deutsche, heute in dem Trikot der besten Deutschen vom Freistaat Thüringen gestellt. Und sie ist ja auch sehr erfahren, fährt hier das 14. Mal die Rundfahrt. 10 deutsche Siege hat es bei der Thüringen-Tour gegeben. Heute wird das nicht der Fall sein. Die Anwärterinnen kommen aus den Niederlanden und speziell aus Belgien. Lotte Kopecky weiter in Führung, während wir hier die Führungsarbeit im Peloton sehen, dass sich noch eine gute Minute hinter der Führenden befindet. Martha Lach jetzt vorne. Nein, Hanna Nielsen vom Team WNT, die einzigste Schwedin. Die jetzt hier an der ist eine sehr gute Bergfahrerin. Wir haben sie auch bei den Bergwertungen ab und zu gesehen.
aus der Mannschaft von Martha Lach. Richtig. Insgesamt auch. Sechste der Gesamtwertung. Und Sie versuchen natürlich auch hier noch, da geht jetzt rechts, Sie sehen es nicht, da noch eine Attacke. Wir sehen hier den Schatten von der attackierenden Fahrerin aus dem Team von Romy Kasper. Und sofort AG ist Lorena Wiebes mit dabei. Ja. Ja, die sind sehr, sehr aufmerksam. Die wollen natürlich auch nichts anbrennen lassen, obwohl der Vorsprung ist groß genug. Also über eine Minute schon. Und jetzt müssen sich die anderen kleinen Teams oder die anderen Teams einfach zusammenschließen, immer wieder attackieren. Und dann kann auch irgendwann eine Lorena Wiebes nicht mehr hinterhergehen. Lotte Kopecky ist bereits wieder zurück in Mühlhausen, an dieser Stelle, an der sie vor ein paar Minuten die Sprintwertung für sich entscheiden konnte. Ja, nur noch 2,5 Kilometer ins Ziel. Sie kennt die Anfahrt und sie weiß, gleich wartet ein großes Bier auf dem Podium auf sie. Denn das können wir jetzt schon sagen. Hier sehen wir die Gesamtsiegerin der diesjährigen Lotto Thüringen Ladies Tour. Sie wirklich vom Tag 1 an sehr beeindruckend, immer für ihre Teamkolleginnen gefahren und Stärke am Berg gezeigt. Hier im Feld gibt man noch nicht auf, da ist noch mal eine Attacke vom Team Ajeserk Sodal Quickstep. Die Mannschaft von Romy Kasper, sie zehnte damit beste Deutsche und das wäre ein toller Erfolg für die deutsche Fahrerin, wenn sie dieses Top-10-Resultat verteidigen könnte. Lotte Kopecky auf dem Weg zu ihrem Gesamtsieg bei dieser Lotto Ladies Tour, bei der Thüringen Rundfahrt auf den Straßen von Mühlhausen unterwegs. Ja, jetzt gibt es ja für die Zieleinlauf noch 10 Sekunden Gutschrift und 6 und 4. Also wer dahinter noch ins Ziel kommt, könnte doch die ein oder andere sich noch im Gesamtklassement verbessern. Denn wie Christina Schweinberger, sie hat nur eine Sekunde nach vorne. Und deswegen wird hier hinten auch um jede Platzierung gekämpft. Weil es für die eine oder andere doch noch um ein, zwei Plätze im Gesamtklassement geht, die man hier sich verbessern kann durch die Zeitgutschriften eben. Oder vielleicht noch durch eine kleine Attacke und einen kleinen Ausreißer. 126 Kilometer war diese letzte Etappe lang. Wir sind beim fast letzten Kilometer angekommen für Lotte Kopecky, für die das hier eine Triumphfahrt wird durch die Straßen von Mühlhausen. Die 27-jährige Belgierin und Allrounderin auf der Bahn zu Hause und hier das zweite Mal bei der Lotto Thüringen Ladies Tour am Start. Fünfte der Weltrangliste. Ja, und das letzte Mal hier vor 2 Jahren wurde sie Zweite insgesamt, toppt jetzt ihren nächsten Besuch in Thüringen mit einem herrlichen Gesamtsieg. 41 Sekunden sehen wir hier oben eingeblendet, der Rückstand vom Peloton. Der Vorsprung wird weniger für die Belgierin, aber jetzt, wo nur noch 1000 Meter zu fahren sind, dürfte der natürlich reichen. Ja, jetzt kommen wir hier in die etwas schwierigen Kurven von Mühlhausen. Hoffentlich bleiben alle auf dem Rad. Denn jetzt geht es hier auch im Endspurt noch mal heiß her. Da können wir sehr gespannt sein, wer hier den zweiten und den dritten Platz holt. 800 Meter noch bis zum Ziel für Lotte Kopecky, die im stärksten Team hier am Start war bei dieser Rundfahrt. SD Works, das World Tour Team aus den Niederlanden, konnte hier jede Etappe für sich entscheiden. Los ging es ja mit dem Mannschaftszeitfahren, wo alle ganz oben auf dem Podium stehen. Sie hatte noch keinen Tagessieg, aber den holt sie sich heute und der ist gleichbedeutend mit dem Gesamtsieg dieser Rundfahrt. Virtuell fährt sie schon in Gelb und nachher bei den Siegerehrungen wird sie das gelbe Trikot auch überreicht zu kommen. Glückwunsch an dieser Stelle für die große Belgierin, die diese Rundfahrt natürlich auch adelt mit ihrer Teilnahme. Auf jeden Fall. Eine der Nachmeldungen, über die wir uns sehr, sehr gefreut haben und besser hätte es nicht laufen können. Was für eine Dominanz und was für eine Stärke sie hier zeigt. Wirklich hervorragend. Und trotzdem haben sie diese
Rundfahrt niemals langweilig erscheinen lassen. Ganz im Gegenteil, ja. Es war spannend. Bis zur letzten Etappe, jetzt. Bis zu den letzten Kilometern. Jetzt der Zielsport. Ja. Da sehen wir Lorena Wiebes vorn dabei in Gelb, die hier zumindest den zweiten Platz fürs Team verteidigen möchte. Aber auch Jenko ist vorn. Jetzt die Attacke von Lorena Wiebes in Gelb. Mischa Bredewold hat angefahren. Sie hat ja auch eine Etappe schon gewinnen können dahinter von Team Jenko. Und Marta Lach sehen wir auch wieder dabei. Kann sie noch den vierten Platz holen? Nein, da kommt noch. Romy auf jeden Kass. Fall Wahnsinn. Lorena Wiebes, die Niederländerin, wird Zweite auf dieser Etappe, Zweite bei dieser Rundfahrt. Tagesdritter heute von Team Jayco, Ruby Roseman Gannon und erfreulich aus deutscher Sicht Romy Kasper auch vorne mit dabei. Auf Platz 11. Wir schauen mal ins Ziel von Mühlhausen. Da steht meine Kollegin Stefanie Behnke und sie hat die Siegerin im Interview. Ja, Lotte Kopecky, congratulations. So every teammate in your team has won a stage. Today you and you have the yellow jersey. How does it feel? I think for a team like us, yeah, cannot be any nicer. I think all the girls, all the air, they do a lot of work for us, and then it's also nice that that they can take a victory themselves. So I think as a team we are very happy with this week. Ja, sie hat gesagt, dass jeder natürlich die Etappe gewonnen hat. Das war super für jede einzelne Fahrerin und das war eine große Teamarbeit und deshalb ist sie sehr happy. How hard was the tour here in Thuringia? Yeah, it was never flat, so it was a hard stage race, but also a very nice stage race, and I think every day we saw a very nice race. Thank you so much. Thanks. Danke. Ja, vielen Dank, Stefanie Behnke. Wir haben die Siegerin gehört, eine würdige Siegerin, Hanka. Sie hat von der überragenden Teamarbeit gesprochen, aber irgendwann war sie eben auch vorbei, die Teamarbeit. Ja, die letzten Kilometer hat sie hervorragend alleine auch bewältigen können, weil sie auch eine sehr starke Fahrerin ist und Zeitfahrspezialistin. Mhm. Wir haben ganz tolle Radfahrerinnen, Rennfahrerinnen gesehen mit Lotte Kopecky, auch mit Lorena Wiebes, sind die in dieser Form, die wir die Woche erlebt haben, gleichzeitig auch mit die Favoriten für die Tour de France, für die Weltmeisterschaften, die Höhepunkte, die ja noch anstehen? Ja, definitiv, denn die sind ja nicht umsonst Weltranglisten Erste und Zweite und wir hören jetzt noch ein Interview von Romy Kasper. So ist es, wir geben nochmal ins Ziel nach Mühlhausen zu Stefanie Behnke. Mir eine ganz tolle deutsche Fahrerin, Romy Kasper. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind beste Deutsche zur 14. Rundfahrt. Dankeschön. War eine schöne Rundfahrt und Platz 10 in der Gesamtwertung, glaube ich, war es vor der Etappe und ist es, glaube ich, jetzt auch noch beste Platzierung in meinen 14 Jahren. Was macht denn für Sie die Lotto Thüringen Ladies Tour aus, dass Sie sagen, hey, ich bin eventuell auch nächstes Jahr wieder mit dabei, wie wir gestern so ein bisschen anklingen lassen haben? Ist halt eine super geil organisierte Rundfahrt in meiner Heimat, nicht weit von zu Hause. Tolle Zuschauer, tolle Organisation in den Städten und es ist halt immer schön, wenn Stadt und Ziel an einem Platz ist und Zuschauer sind halt immer da und wenn es weiter so stimmt wie dieses Jahr, komme ich natürlich wieder. Absolut, es sind harte Rennen und in diesem Jahr war es besonders hart mit einem Team, was wirklich von Beginn an dominiert hat. Wie viel Spaß, wie viel Kitzel ist da dabei, dass man sagt, Mensch, wir sind zwar nicht als Team ganz vorne mit dabei, aber wir wollen natürlich mithalten. Ja, natürlich. Also klar ist SD-Works das dominierende Team gewesen, aber da jeden Tag den Versuchen im Bein zu stellen und vielleicht doch eine Etappe zu gewinnen oder halt in der Gesamtwertung noch ein Stück nach vorne zu kommen, ist natürlich immer noch die Motivation. Danke. Gerne. Ja, die Konkurrenz, die hat dem Spitzenteam zu jeder Zeit, auf jeder Etappe alles abverlangt. Das kann man sicherlich als Fazit sagen am Ende dieser Lotto Ladies Tour. Und wir schauen mal auf das Gesamtklassement, so es denn vorliegt. Genau, natürlich muss das alles noch bestätigt werden, aber Lotte Kopecky gewinnt vor Lorena Wiebes und Ruby Roseman Gannon. Marta Lach, die Zweite des vergangenen Jahres, sehen wir auf Platz 5. Marta Bastianelli, eine Fahrerin, die du gut kennst, große Italienerin, auch vorn dabei. Genau, also es war wirklich ein heißer Sprint dann nochmal im Hauptfeld und die ein oder andere konnte sich sogar noch im Gesamtklassement verbessern. Ist das ein kurzes Abschlusswort von dir noch jetzt beste Werbung gewesen, um den Status als World Tour Rennen zu erhalten? Denn darum geht es ja, dass man in diese höchste Kategorie des Radsports aufsteigt.
Definitiv, wir hatten wunderbare Bilder, das Wetter hat mitgespielt und das Rennen war wirklich immer interessant. Also da war immer Action und auch, wie gesagt, die kleineren Teams haben nicht aufgegeben und haben bis zum Ende gekämpft. Hanka Kupfernagel, vielen Dank für deine Mitarbeit in dieser Woche. War großartig, wie du dich hier einbringen konntest. Das war's von der Lotto Ladies Tour an dieser Stelle, liebe Zuschauer. Dankeschön. Ja, und bei mir steht der Mann, der für die Strecke verantwortlich ist, der Renndirektor Marian Koppe. Marian, jetzt in der letzten Etappe, da ging es mal nach Hessen. Ist das so ein Plan? Ja, ursprünglich nicht, aber wenn es sich anbietet, machen wir das gern. Und es ist ja auch mal schön, außerhalb von Thüringen ein Stückchen unterwegs zu sein. Und